wenn ich den Plupp-Generator an den Plopp-Schutz am Mikrofon halte, was passiert dann eigentlich? Es plupper ploppt und das wird verhindert. Wir probieren es mal aus. Funktioniert dann also auch nicht. Herzlich willkommen zu Laberstall, zur dritten Ausgabe. Wo manchmal dumm gebabbelt wird und manchmal nicht. Ja, wir stellen uns mal am besten kurz vor. Du heißt Matze. Ja, auch Matthias Kreuzberger genannt, ja. Ja. Und mir gegenüber sitzt der Gregor Atzbach. Ja, das bin dann wohl ich. Das habe ich uns beide vorgestellt, oder? Ach, jetzt sowas. Ist doch nicht schlimm. Wir labern halt drauf los, deswegen heißt das ja hier auch Laberstall. So ist es. Das ist ein Podcast, der hat seinen Namen ja mal von einem Wein gekriegt. Der Ockenheimer Laberstall. Haben wir nicht davon beide noch im Bestand? Ich hab hier noch zwei von den historischen Flaschen. Und du hast, und ich auch, eine neue, warte mal, gerade mal gucken, was da drauf steht. Ein Laberstall von 2017, eine Silvaner Auslese haben wir noch. Von einem Winzer aus Bingen. Den können wir auch irgendwann mal trinken. Wir hatten doch den Ursprungswein, das war doch von einem Winzer, wo du gesagt hast, der ist out of business. Der genau. Lebt noch, aber der macht keinen Wein. Genau, keine, das keine war Wein. der Fritz Eckert, der war das. Eckert, genau. Genau, und der hat ja, wie gesagt, ein paar Weinreben auf dieser Lage der Ockenheimer Laberstall gehabt. Und die Schwiegermutter hat Unmengen alten Wein mehr oder weniger schlecht aufbewahrt. Und mir irgendwann geschenkt, die so nach dem Motto, der wird eh nicht mehr schmecken, kannst du haben. So wie Schwiegermütter und halt sind. Und ist jetzt, genau. Daher haben wir den Podcast gestartet. Ist jetzt eine gute Überleitung. Richtig, ja, genau. Ich war zu Gast beim Gregor und wir haben in einer weinseligen Idee, ist dieser Podcast tatsächlich in einer Küche geboren. Man hört es an der mittelmäßigen Audioqualität der allerersten Ausgabe. Hört sie euch bitte nicht an. Ja, es ist halt Küchenakustik drunter gelegt. Nee, also es ist wirklich in der Küche entstanden. Ja. Und wir haben da diverse Weine und Schnäpse probiert. Es war ein lustiger Abend. Und was kann man noch so zum Konzept dieser Sendung sagen? Es ist eigentlich, das ist ein Laber-Podcast. Wir reden, was es aktuelle für Ereignisse gibt, was uns beschäftigt im Prinzip. Es ist ein, muss man auch dazu sagen, ein Podcast mit viel eigener Meinung. Also es ist nicht immer zwangsläufig repräsentiert, wie es immer so schön heißt, die Meinung der Allgemeinheit oder der Sender oder vom Internet selbst. Also wir sind ja kein Sender. Hier. Ja. Aber ist richtig. Es wird ja auch nicht auf Sendern ausgestrahlt. Das ist ja ein reiner Podcast. Das ist tatsächlich mal ein reiner Podcast, ja. Aber wir wollen eigentlich in jeder Folge einen Wein probieren. Und wir haben heute eine Riesling-Auslese vom Weingut Königshof aus Boppard. Und zwar einen Wein von 2006, einen Bopparder Hamm Feuerlei, so heißt die Weinlage. Ne? Wo wir gegebenenfalls sogar schon drüber gesprochen haben. Also ich habe den Eindruck, dass wir den vielleicht schon mal hatten in der Sendung. Ja, nee, wir hatten ihn in einer Sendung der musikalischen Verbrechen, was ja auch ein Podcast von uns ist, Podcast-Sendung, da haben wir den mal probiert. Das ist aber schon einige Jahre her. Moment, in der musikalischen Verbrechen-Sendung ein Wein, was hat denn der damit zu tun? Ich weiß gar nicht, da waren wir mal, warum auch immer, zu dritt im Studio, da war Desi dann noch dabei und da haben wir Wein probiert. Sowas aber. Ist schon lange her. Naja, also dieser Feuerlei, das ist, ich kenne ihn schon, Gregor kennt ihn, beziehungsweise ich kenne ihn über Gregor. Ja. Und es ist ein edler. Also das ist nicht so ein alltäglicher Wein. Ja, es ist halt auch ein Wein von 2006. Den macht man jetzt auch nicht jeden Tag auf. Ich versuche hier gerade mal den Korkenzieher reinzubohren. Aber wir dürfen doch, oder wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für den, oder? Ja, das ist, ich habe eben mal nochmal nachgeschaut, weil der lag hier schon eine Weile im Keller. Aber das Weingut Königshof in Boppard gibt's noch und es gibt sogar noch diesen Wein. Also zumindest ist er in der aktuellen Preisliste noch drin und ich kenne das von den meisten Weingütern, die streichen dann irgendwann raus, wenn welche ausgetrunken sind. Der ist noch beworben. Ach, und was wir hier... Also gibt's den noch. Ja. Achtung, ich mach blub. Und was wir hier... Ah. Oh, das riecht schon gut. Der war aber auch bei dir schon angebrochen, oder? Nein, den habe ich jetzt aufgemacht. Echt jetzt? Okay, weil ich habe jetzt hier eine angebrochene Flasche, weil ich den ja auch schon so genossen habe.
Wir müssen jetzt noch dazu sagen, das haben wir nämlich noch nicht erwähnt, dass das ein lieblicher Wein ist. Wir beide mögen nur liebliche Weine, jetzt mal als Vorwarnung. Das ist eine Riesling-Auslese, wie gesagt, lieblich, aber dadurch, das ist was ganz, ganz Feines, ne? Begriff Auslese, und der hat die goldene Kammerpreismünze Rheinland-Pfalz gewonnen, der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Dieses Weingut hat auch andere prämierte Weine. Also das ist jetzt für Leute, die sagen, ich trinke jetzt aber tatsächlich nur trockenen Wein. Die dürfen sich da gerne mal auf der Homepage von dem Herrn Königs oder von dem Weingut Ja, ich Königshof werde es mal. verlinken bei den Shownotes auf Familie laberstall.de. Riesgräf steht ja hier auch drauf. Genau. Einfach mal da gucken. Und da gibt es verschiedene andere. Und wie gesagt, dieser 2006er hat sich extrem gut gehalten. Ich möchte fast sagen, es ist schon ein Feiertagswein für die Leute, die was Liebliches mögen. Es ist eigentlich fast zu schade zum täglichen Pitchern. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Flasche jetzt 90 Euro gekostet hätte, von Nee, daher. 9,80 €. Also, ich finde, So, für jetzt einen der in dem Plug Alter ist von das mir. nix. War Fünf. jetzt sehr leise wahrscheinlich. Ach nee, das war besser wie mein Blubgenerator, der übrigens aus einem Plastikding besteht, wo ein Korken drin steckt. Ich kann es ja nochmal vorführen. Blub. Jetzt hast du mein Eingießen kaputt gemacht. Eieiei. So, jetzt habe ich mir eingegossen. Es ist eine wunderschön güldene Farbe. Ich glaube, wir hatten doch irgendwo schon mal ein Foto gepostet von der Färbung dieses Weins. Ich weiß es nicht. Irgendwo Ach, kommt mir das sehr bekannt vor, was wir gerade. Es wiederholt sich alles. ich werde jetzt einfach mal hier die Flasche und das Glas vors Mischpult stellen und das packe ich dann mit zu der Sendung als Foto. Dafür muss ich nur das Handy, das Licht hier. Da mache ich nochmal schnell ein Bild von. Das posten wir einfach dabei. So. So, dann stoßen wir doch ganz kurz an. Ach so, anstoßen, ja. Warte mal, wo haue ich denn das jetzt gegen? Hier gegen das Ding. Dann zum Wohl. Oh, der riecht. Der riecht gut. Ah, das ist ein tolles Weinchen. Ein bisschen scharf im Geschmack, finde ich. Aber der Name Feuerlei als Weinlage muss ja auch irgendwo herkommen. Klingt allemal appetitlicher als Nacktarsch. Jetzt habe ich ihn in der Nase. Oh Mann. Nacktarsch, ja. Bringe ich demnächst mit, dann machen wir mal eine Sendung mit Gröver Nacktarsch. Also Gröver Nacktarsch Ist eine Moselweinlage. ist ein Moselwein, ja. Und wenn du in den Ort Gröf, also der liegt bei Traben-Trarbach in der Nähe, reinkommst, dann siehst du da schon gleich eine Figur mit einem kleinen Kind auf dem Arm, was gerade einen Orsch verhauen kriegt. Oh. Und das ist auch auf den Weinflaschen drauf. Da müsste jetzt eigentlich irgendeine Protestgruppe hingehen und sagen, das ist jetzt hier keine Es hat Bestandsschutz. zeitgemäße Erziehung mehr und da muss das abgehängt werden. Bestandsschutz, das muss so. Ich besorge mal Gröver Nacktarsch demnächst. Ich wollte dann nämlich tatsächlich zu einem Winzer demnächst hin im Sommer. Und Gut. besorg dann mal was. Sehr gut. Dann aufschreiben, nächste Sendung. Matze und Gregor probieren Gröver Nacktarsch. Genau, müssten uns eigentlich da bei so einem Winzer mal Eine einladen. Note von unsere Zitate stand schon. Eine Note von Arsch. Arschig in der Konsistenz. Ja, aber wir gucken mal, wie der schmeckt. Bleiben wir doch mal hier beim Feuerlei. Ich war ja neulich im Bopparderhamm, also da, wo dieser Wein herkommt, und habe eine Wanderung gemacht. Sogar 2 Wochen später noch eine, aber fangen wir mal mit der ersten an. Und da bin ich tatsächlich an genau dieser Weinlage vorbeigelaufen. Bopparderhamm, Mit Feuerlei. deiner Familie, ja. Genau, wir haben gesagt, durch Corona und die ganzen Einschränkungen kannst du ja eh nichts machen, aber rausgehen ist ja erlaubt und wandern auch. Man muss ja auch mal wirklich mal an die frische Luft, ist einfach so. Ja, das hältst du ja gar nicht aus, wenn du nur, vor allem auch wenn du dann nur daheim spazieren gehst, das hältst du ja auch auf Dauer nicht aus, du willst ja mal was anderes sehen. Ja, dann haben wir halt gesagt, dann wandern wir mal durch den Bopparderhamm und haben unten direkt am, ja, auf Straßenniveau, da ist nebendran noch die Bahnstrecke, die linke Rheinstrecke ist ein Bahnübergang, da kann man parken. Ja, und dann sind wir einfach losgelaufen, da durch die Weinberge hoch. Es gibt da recht viele Wege hoch. Sind auch angekommen bei einem Aussichtshütchen, so ich sag jetzt mal auf halber Höhe.
Und da hat man eigentlich schon einen schönen Blick auf Boppard, auf Osterspey, auf Vilsen, also die Orte, die man da so sieht. Und sind dann immer weitergelaufen, auch immer weiter hoch. Und es war ein Tag, der war jetzt nicht besonders heiß. Zumindest würde ich das auf, fand ich so unten nicht besonders heiß. Aber der Bopper da Hamm, oder überhaupt viele, viele Weinlagen bestehen ja aus viel Stein. Und das hat sich da so aufgeheizt, dass sich das anfühlte wie 35 Grad im Schatten. Wow, das ist krass. Und ja, du bist halt auch an so Felsklippen vorbeigelaufen. Was heißt Felsklippen? An größeren Felsen. Und wenn du die angefasst hast, die waren schon deutlich warm, da hättest du auch ein Ei drauf garen können. Ach jo. Und dadurch, dass das Ganze ja so ein. Ja? Ja, war das denn so, dass die Weinlagen da mit so kleinen Schildchen auch markiert waren? Weil das ist ja manchmal so, dass die Fußgänger dann gucken können, das ist jetzt die und die Weinlage. Habt ihr denn den Feuerleihhang gefunden direkt oder? Also manche Winzer machen halt an die zum Weg hin zeigenden Reben mal ein Schild dran, wie ihr Weingut heißt. Das ist ja auch Werbung für die. Und da stand tatsächlich bei einem Bopper da Hamm Feuerleih. Es war zwar nicht hier unser Weingut Königshof, aber ein anderes Weingut, was eben auch in der ja, in der Weinlage seine Reben Ach stehen hatte. so, das ist, ich weiß ja gar nicht, wie das dann rechtlich ist. Also diesen Namen einer Lage dürfen tatsächlich verschiedene Weingüter Ja, benutzen, weil ich dachte, das wenn, wäre dann immer also das ist zugeteilt eingezeichnet einer Person. in Karten, das alles ist die und die Weinlage. Also der Bopper da Hamm besteht sogar aus mehreren. Ich kenne aber nur zwei, von daher bleiben wir mal bei denen. Und was in dem Bereich wächst, darf sich dann Feuerlei nennen. Und da können durchaus mehrere Winzer dann auch ein paar Reben stehen haben. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, wo jetzt hier genau der hier gewachsen ist. Vielleicht war der ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen tiefer. Jetzt ist er von 2006, vielleicht stehen die Reben auch schon gar nicht mehr. Kann ja auch sein. Winzer lässt die ja gar nicht Es ist unbedingt ja so auch alt so, dass werden. das, wollte ich gerade sagen, nach einer gewissen Zeit wird da ja einmal alles umgepflügt und die nochmal neu gepflanzt. Ja, das kommt man Ich jetzt weiß auch. jetzt nicht, nach wie vielen Phasen das ist, aber das ist ab und zu mal, Ich habe ist mal das gehört, ja so nach so. 30 Jahren oder sowas. Oder auch schon Echt doch so vorher. lang? Ja, manche auch schon Okay. vorher. Du kannst aber auch deine Reben älter werden lassen. Dann hast du halt den Vorteil, die Wurzeln wesentlich tiefer, die kriegen immer Wasser. Nur die Trauben werden halt irgendwann kleiner und der Ertrag, der schwindet halt. Jetzt ist aber die Frage, was willst du draus machen? Willst du einen Qualitätswein machen, der vielleicht ein bisschen mehr kostet? Da sind alte Reben vielleicht besser, wenn du aber auf dein Wollte ich Weingut auf gerade sagen, die Ertrag. kleinen, das ist ja auch bei anderen Früchten so, dass die kleinen sind ja meistens die Ja, geschmacksintensiven. richtig. Wenn du aber auf So Ertrag zum Beispiel bei getrimmt bist. Johannisbeeren oder was ist das auch so, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall beim Apfelbaum kenne ich es. Da haben wir ja mal auch früher mal ordentlich rausgeschnitten, dass die Äpfel dann die dran sind, gut werden. Beziehungsweise wir haben viel Saft gemacht früher, dann sollten sie ja auch eher ein bisschen dicker werden. Dann haben wir ein bisschen aussortiert vorher. Ach ja, das steht auch noch auf meiner Agenda, dass sich irgendwo ein Markt findet, wo die Äpfel sogenannte alte Sorten verkauft, weil da ist wohl Allergiker sollen da nicht drauf reagieren und ich habe da eine Allergie. Ich würde das gerne mal probieren, eine Ja. sogenannte alte Sorte von Apfel probieren. Nur das muss ich erstmal recherchieren, wie diese alten Sorten heißen oder wie das deklariert wird. Also, Da, dass ich mal mit Freude einen Apfel essen kann, ohne dass ich da gleich allergisch mäßig. also im Herbst gibt es häufiger so Apfelfeste. Und da kannst du dich zumindest schon mal informieren. Und manchmal auch probieren, wenn was da ist. Aber auf jeden Fall informieren. Ich war vor Jahren mal im Herbst auf irgendeinem Apfelfest und da waren zig alte Sorten ausgestellt. Ich weiß aber leider nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Also es gibt auf meinem Arbeitsweg auch gibt's etliche Hofläden, wo man dann einfach, wo ich vielleicht einfach im Herbst bei der Apfelsaison dann mal rumfahren kann und gucken, was die anbieten. Da ist ja bestimmt der ein oder andere dann dabei, der auch mal eine entsprechende sogenannte alte Sorte, wo man quasi direkt vom Erzeuger kaufen kann, wo man sich den Umweg über den Supermarkt spart. Da würde ich im Zweifel mal anrufen, weil die bauen dann auch viel an, was Ertrag bringt. Die müssen ja auch irgendwie leben. Aber für dich Naja wäre es ja gut, dann wir schon gehen fast also. praktischer, dass du dir deinen eigenen Baum pflanzt. Nur Du liebe wohin? Güte, ich wohne in der Stadt, hallo? Ja, also ich habe ja gar keinen eigenen Garten. Ich hätte da theoretisch ein Mitbenutzungsrecht, aber das habe ich noch Ja, keinen Gebrauch von ob man dann gemacht. einen Baum pflanzen darf,
Ja, muss man fragen, ja, ist Ja, doch, schwierig. also ich habe eine nette Vermieterin. Wenn ich das wirklich wollte, dann dürfte ich das auch, ja. Ja. Man kriegt ihn ja auch Naja. wieder weg, also oder weiter, man kann ihn ja trotzdem weiter nutzen. Wir waren bei der Wanderung. Ja. Also du, ihr seid dann da, diese Lage habt ihr da gefunden? Ja, was auch Oder? auffällig ist, wenn du da durch die, das sind ja richtig Fußwege, auf denen auch kleine Trecker und auch mal Autos fahren können, um halt die Trauben dann da rauszukriegen. Wenn man sich vorne an die Klippe stellt und es weht mal so ein leichtes Lüftchen, dann merkst du richtig, wie von unten richtig warme Luft nach oben hoch an dir vorbeizieht. Das ist ein Gefühl, das muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Das Das hat mich ist, denke sehr, ich sehr mal, noch witziger beeindruckt. bei solchem Wetter, wie du berichtet hast, dass das Wetter gar nicht mal so warm ist, weil wenn du das bei sowieso schon 30 Grad Außentemperatur, Ja, dann merkst du ja. den Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß. Nee, dadurch, dass sich da der ganze Boden sowieso aufheizt, weil alles so Stein ist, wärmt es halt nochmal richtig auf. Da geht zwar hin und wieder Wind, sodass es dann doch wieder angenehm ist. Aber manchmal, da steht dann schon auch mal einen Moment die Hitze. Aber dann weißt du, warum die Weine da so gut werden. Tja. Wenn da so warm ist, da reifen die bestimmt auch gut, die Trauben. Tja. Ja, eine Flasche Wein hatten wir auch mit. Und dann haben wir hin und Selbstverständlich. wieder Eigentlich mal kurze Weinpäuschen gemacht. heißt es ja wegwascht und wei, woi, zur Ja. Verpflegung, ja, heißt es ja eigentlich. Ja, ich glaube, Wurst hatten wir auch mit. Sehr gut. Eine richtig schöne Vesper, das muss sein. Ja, aber der Wein, der war aus Bingen, der hat jetzt nicht so gut dazu gepasst, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Also den wir da getrunken hatten, der war aus Bingen. Ja, und das haben wir dann etwa 2 Wochen später nochmal gemacht. Also noch eine Wanderung. Achso, nee, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe mir auf jeden Fall ordentlich einen Sonnenbrand da geholt und einen Sonnenstich, dass es mir den Abend dann Ei, richtig, richtig unterschätzt die ganze dreckig ging. Sache. Ja, überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich mir da einen weghole. Und mir ging es den Abend dann richtig mies. Und das hielt auch noch ein paar Tage an. Also, ja, nehmt euch eine Kopfbedeckung mit, wenn ihr da mal wandern geht. Es lohnt sich auf jeden Fall, aber zieht eine Mütze auf. Und schmiert euch Ja, und vielleicht auch einen Nacken mit Sonnencreme, Sonnencreme. Ja. genau. Ja, der eigentlich die alle freien Stellen heißt, also von daher. Ja, ich bin jetzt Ist eigentlich jetzt nicht so nicht nur, der dass man Hauttyp, der so irgendwo im Nacken, anfällig sondern ist. eigentlich, Ich hatte ja, es. aber ich sage mal, die allgemeine Empfehlung von entsprechenden Ärzten oder so heißt ja, alle Stellen, die frei Ja. liegen, wo die Sonne dran kommt, einschmieren. Nicht nur so irgendwie solche Stellen, die man eigentlich gerne hätte, sondern tatsächlich, ne, muss man das konsequent durchziehen. Das ist aber natürlich auch immer, wie empfindlich man ist. Aber jetzt mal, um aus der Perspektive der Ärzte zu sprechen, die tatsächliche Hautkrebsvorsorge ist nur gegeben bei komplettem Einschmieren. So, Arztmodus beendet. Das Ding ist, ich krieg, wenn ich einen Sonnenbrand kriege, ihn eh nur im Nacken. Von daher, zumindest hätte ich Jo, mal den. aber da ist halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Bei der zweiten Wanderung, da war dann die Schwiegermutter mit. In Klammern natürlich die, wo der ganze Wein herkommt. Aber Schwiegermutter hat man ja nur eine normal. Und dann sind wir. Also wir sind und haben ja unten geparkt am Bahnübergang, sind rechts rum, also Richtung flussabwärts, Richtung Koblenz gelaufen. Und diesmal haben wir gesagt, wir gehen in die andere Richtung bei der zweiten Tour. Und da war immer ein Vierseenblick ausgeschildert, schon bei der ersten Tour. Dann haben wir irgendwann mal jemand gefragt, hier, Vierseenblick, was heißt das? Ja, das ist ein Aussichtspunkt, da sieht man den Rhein viermal und es sieht halt aus, als wären es vier Seen. Dachten Ui. wir, auch schön. Da müssen wir hinlaufen, machen ein schönes Foto. Und dann, ja, Google, ja, Vierseenblick, jo, alles klar, los. Und das ging auch am Anfang ganz schön steil hoch. Wir waren noch ziemlich schnell weit über der Höhe, wo wir letztes Mal waren. Und irgendwann ging es dann in den Wald und es wurde immer steiler, immer steiler. Naja, gut, Google sagt ja hier lang, also weiter. Bis wir War dann. das noch ein offizieller Weg oder musste man sich da irgendwo durchschlagen oder was? Nee, es war schon ein offizieller Weg, aber halt nicht für Spazierengehen geeignet, eher für so Wanderer, oder so Kletterer mit bisschen. Uns kamen dann auch irgendwann Leute in Uiuiui. Kletterausrüstung entgegen. Da dachten wir auch Ich glaube, da schon, muss jemand mal eine Google-Rezession schreiben, nach dem Motto, das ist jetzt kein Familienausflugsziel. nee, Warnung. das. Außer ihr seid alle kletterbegeistert. Irgendwann dann mal den entgegenkommenden Wanderer gefragt, wie weit ist es denn noch? Ja, nee, nee, ist 5 Minuten, seid da oben. Ja, okay, alles klar, dann oben, Der wunderschöne hat wahrscheinlich Aussicht. gedacht, du hast irgendwo deine Ausrüstung noch vergraben, wo du einfach jetzt mal eben Er dran meinte kommst. noch, ja, Und er dann hätte kommt eigentlich ihr aber sagen nicht so müssen, viel weiter, meinte der dann noch. ja. Und naja, es war halt ein Aussichtspunkt, es war nicht der Vierseenblick, aber ein schöner Aussichtspunkt.
was für sich ja schon mal ganz schön ist, aber wir hat wollten sich ja doch ein bisschen gelohnt, jetzt trotzdem diesen Vier-Seen-Blick sehen und dachten, naja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und dann ging wirklich das Gekraxel los. Durch irgendwelche Hänge wieder irgendwie runter, von Baum zu Baum, sich da irgendwie runter manövriert. Und dann bin ich dann auch erstmal alleine vorgeguckt, ja, okay, geht, ist zwar, die Schwiegermutter bleibt mit dem Kleinen jetzt mal da oben an der Bank sitzen, wollte dann nicht weiter, wir versuchen den Rest schnell selber. Google sagte, das ist nur noch 10 Minuten. Und dann sind wir runter und mussten es dann irgendwann abbrechen. Da waren dann irgendwann Treppen, die... Also es waren Hölzer, die in den Berg gerammt waren mit so ein paar Eisenstangen, die das Ganze noch ein bisschen gehalten haben. Auf jeden Fall jetzt auch nicht so der Weg, da war noch ein Schild, Kletterweg oder Wanderweg? Naja, wir dann den Wanderweg und der war dann schon so, dass wir ihn eigentlich hätten lieber klettern sollen. Naja, wir sind dann wieder hoch und den Berg wieder runter, den wir hochgelaufen sind und haben den Vierseenblick schlussendlich nicht erreicht. Naja, gut. Aber es war trotzdem... Es war ein Versuch und ich denke, ihr hattet trotzdem eine schöne Zeit. Ja, hinterher habe ich dann noch gesehen, es gäbe noch zwei andere Wege, die zumindest schon mal eine komplette andere Wegführung hatten. Vielleicht probiert man es irgendwann nochmal aus, den irgendwie anders zu erreichen. Ich kann überhaupt... Das war jetzt auch eh in der Zeit, wo ihr da nicht hättet übernachten können, ne? Nee, da hätte man nicht übernachten können. Das war ein Tagesausflug. Weil im Normalfall hätte ich gesagt, dass man das so plant, dass man da übernachtet. Und dann ist ja meistens so, dass die Gastgeber... in den allermeisten Fällen einen beraten können, die sich ja auskennen in der Gegend, nach dem Motto, ihr könnt dann da und da langlaufen. Da hättest du, könntest du quasi Informationen bekommen, wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, wie läuft man da, was läuft man da, gegebenenfalls kriegt man auch eine Karte mitgegeben, so richtig auf Papier für die Jugend von heute, das gab es mal, dass man mit Wanderkarten losgelaufen ist. Da war dann auch kein Akku leer, also... Ja, jedenfalls, die ortskündigen Fragen ist da nie schädlich, aber ja klar, man wollte erstmal gucken, wie das dann aussieht, ja. Und wie gesagt, in Corona, da sind die Ortskundigen auch alle zu Hause und lassen keinen rein, also von daher das macht's ist das dann auch eher nicht möglich, ja. Ich habe zumindest gerade mal den Vierseenblick gegoogelt, dass ich zumindest jetzt mal sehe, wie das aussieht. Oh, da hätten wir aber noch ganz schön weit reingemusst, sehe ich gerade. Ja, also... Man sollte wissen, der Rhein, der hat da eine der wenigen Rheinschleifen. Da hat nämlich gar nicht so viel im Gegensatz zu Mosel. Und also kommen wir mal zu dem Fazit von der Geschichte. Wenn ihr Leute den Vierseenblick sehen möchtet, dann sucht euch raus, dass es entweder ein harmloser Weg ist oder rüstet euch entsprechend aus, macht euch schlau und... Ja, das ist ja eigentlich für alle Spaziergänge, wo etwas mehr Gelände ist als jetzt sage ich mal, rund um den Deich hier an der Nordsee, wo es etwas flach ist, kann man es sich mal gegebenenfalls kurz vorbereiten, wie lang ist das und wie steil ist das und was sind noch so Sachen zu beachten. Ja. Auf jeden Fall macht es, nimmt euch viel Zeit mit und nicht unbedingt ein kleines Kind. Aber den normalen Spaziergang durch den Boppa da haben, der lohnt natürlich auch und der geht auch mit Kind und Schwiegermutter und so. Der hat jetzt nicht so die Steigung, der geht's am Anfang einmal ein bisschen hoch, aber nicht so, dass man Angst haben muss. Ja, das wollte ich mal erzählen zum Boppa da haben. Das lohnt sich schon. Okay. Hab noch ein paar andere Wanderwege am Rhein, die ich gerne nochmal ablaufen möchte, so Oberwesel oder Bacharach. So in die Seitentäler rein, da gibt's auch noch schöne Wege durch die Weinberge. Oder in Boppard gibt's noch einen, den Hunsrück hoch. Da hat man dann wunderbare Aussichten auf einen riesen Bahnviadukt der Hunsrück-Querbahn und ja, da ist noch viel möglich, was man nochmal wandern könnte. Also ich habe ja tatsächlich mit dem Wort Wandern, das ist ja keine so die gute Verbindung. Also als Kind habe ich das nicht gemocht. Also da habe ich ja schon kleinere Spaziergänge, habe ich mich eher gesträubt. Wir hatten als Kind, hatten wir mit meiner Familie einen Urlaub gemacht in Krün. Das ist in Oberbayern oder zumindest sehr tief in Bayern, ganz nah an der Grenze zu Österreich. Aha. Sind wir mit dem Zug hingefahren und sind dann gewandert von dort, das muss ich jetzt aber auch eigentlich mal recherchieren in Maps, wie weit das jetzt ist. Also gewandert nach Vorderes. Mhm. Und da wollten wir hinlaufen. Das hat sich auch gezogen, das war zwar wunderschön,
entlang, ich glaube, es war die Isar noch, kann das sein? Also ich rufe jetzt einfach mal Grün auf, da kann man jetzt hier mal interaktiv machen. Genau, Mittenwald, das ist der Grenzort und da ist dann Österreich. Ach, da ist ja dieses Vorderriss, genau, das ist also nordöstlich, genau, an der Isar. Mensch, bin ich gut hier nach den ganzen Jahren. Also wir wollten von Grün laufen nach Vorderriss. Ich rufe jetzt nicht auf, wie lang das jetzt ist, kann sich jeder selbst ergoogeln. Aber das hat sich auch gezogen. Nee, warte mal, das war gar nicht gezogen. Das war mit dem Ha, wir wollten mit dem Fahrrad fahren. Jetzt kommen die Erinnerungen so langsam. Und dann gab es aber auch lauter Wege, wo man mit dem Fahrrad gar nicht mehr passieren konnte. Und dann mussten wir irgendwie, dann waren wir auf der falschen Seite von der Isar. Und dann mussten wir gucken, dass wir mal so eine flache Stelle, eine Furt finden hier an der Isar, dass wir da mit den Fahrrädern rüberkommen. Gibt's da keine Und wir Brücken? hatten an dem Strecke nicht. Also wenn man jetzt sich auf der Karte anguckt, dann sieht das gar nicht weit aus. Aber wir waren ja damals, meine Schwester wird an die 5 gewesen sein, ich irgendwas mit 9 oder was. Also das ist, wir waren jetzt alle nicht so die in dem Alter, wo man jetzt hätte längere Strecken laufen können. Auch Wir unser sind da, also Vierjähriger, der wollten wir packt da. schon viel mittlerweile. Der hat nicht einmal gemurrt im Papadam. Ja gut. Aber der hat auch Habt ihr Pausen da eigentlich. gemacht. Habt ihr da noch einen Wagen dabei gehabt, wo er dann Nö. hätte reinsitzen können Nee, oder gar sich nicht? nicht. Okay. Machen wir schon lange nicht mehr. Also mittlerweile, wenn keiner dabei ist, will er auch keinen. Nö, ich meine jetzt auch einen Bollerwagen. Ich meine, dass er aus dem Wagenalter mit dem Kinderwagenalter raus, das ist ja klar. Nee, hatten wir auch nicht. Wir hatten nur einen Rucksack. Und da war dann das Trinken drin. Sehr gut. Naja, also das war so meine Erinnerung an dieses Wandern von Grün nach Vorderriss und es war Hochsommer und es war einfach nur heiß und wir waren mit den Fahrrädern nicht so ganz dolle ausgerüstet und das war ein lustiges Erlebnis. Kamen wir auch irgendwo, gibt es in den Alben noch Fotos von der Geschichte und seit Wir da an bleibt dieser Begriff. Ach so, wir haben dann aus lauter Enttäuschung haben wir gesagt, das ist Verriss. Also Vorderriss hieß dann einfach nur noch Verriss bei uns in war nix. und ja, das ist aber eine lustige Erinnerung von meiner Seite mit Begriff Wandern. Tja, wir machen ja Urlaub in der Nähe des Rheins im Hunsrück diesen Sommer. Und zwar in Unzenberg. Das ist eigentlich so mitten im Hunsrück. Aber du hast zum Rhein, nach Rheinhessen und zur Mosel jeweils nur eine halbe Stunde Fahrt. Und da Jetzt wollen. gucke ich ja, ich bin ja gerade auf Maps, da kann ich ja dann auch mal da hingehen. Ja, Unzenberg, So, Weltstadt er im hat es schon Hunsrück. gefunden. Also ist ein Kuhdorf. 414 Einwohner. Das heißt, wenn wir da sind, wird man schon Das deutlich sind ja merken, auch dass nur mehr Käfer Leute in da der sind. Nähe. Ja, da ist ja auch nichts Großes. Also ich glaube nicht mal Simmern, was da die nächstgrößere Stadt ist, ist da so viel größer. Ich glaube, ich mache mich gerade unbeliebt im Hunsrück. Ich weiß gar nicht, wie groß Ach. Simmern ist. Auf jeden Fall der Ort Unzenberg, wo unsere Ferienwohnung ist, hat 414 Einwohner. Ach ja. Und da dachte ich, wenn wir da sind, wird man das schon deutlich merken, dass es voller wird. Nee, es ist ja auch so, ganz Deutschland macht Deutschlandurlaub dieses Jahr. Das heißt, Nordseestrände und was weiß ich noch, die ganzen beliebten Sachen werden in Anführungsstrichen voll werden. Man möchte es den Gastwirten und den Hoteliers ja auch gönnen. Aber wenn man schlau ist, dann macht man es tatsächlich so wie tatsächlich in die Provinz gehen, wo eigentlich eher unbekannte Orte sind, wo man eigentlich sagt, da wird es jetzt eher auch in der Hochsaison nicht voll werden. Ist die schlechteste Idee nicht. Ja, vor allen Dingen sind wir ja von da aus auch relativ flott in Gegenden, wo man mal gucken will. Rhein oder Ja, Mosel. da könnt ihr rundherum viele Ausflüge machen, Man das muss ist eigentlich nur richtig. gucken, welche Seite fährt man das Gebirge runter. Und dann hast du schon wieder eine ganz andere Gegend. Und ja, unser Ziel ist dann Tagesausflüge, aber auch Wanderungen. Nochmal. Gucke an. Viel kann man ja nicht machen dieses Jahr. Es gibt ja auch gegebenenfalls, wobei du sagst, wenn das jetzt Hunsrück, da ist ja dann zu bergig für Fahrräder, sonst hätte ich gesagt, dass man vor Ort Fahrräder leiht. Aber das ist ja in Orten, wo eher hoch und runter geht, ist das dann auch nicht so praktisch, gerade mit einem Kind noch dabei. Also der die Ferienwohnung hat, vermietet auch noch Fahrräder. Also das wäre jetzt nicht das Ding, da welche zu kriegen. Aber die Frage ist wirklich, ist es nicht zu so bergig? Gerade mit dem Kleinen, für den müsste man wahrscheinlich ein Also Fahrrad wenn ich an mitnehmen. Hunsrück denke, dann denke ich an Orte, wo selbst in den Straßen es dauernd hoch und runter geht. Also Ja, es dass macht da keinen Spaß. eigentlich jetzt nicht genügend flaches Land wäre, um da tatsächlich mal eine Radtour zu machen, ohne dass das gleich viel bergauf geht.
Nee, ich glaube, das macht da auch nicht so viel Spaß, vor allem wenn man nicht so trainiert ist wie ich. Also, nee. Trainiert ist wie ich. Also von der, das sagst du gerade, als wenn du jeden Tag 50 Kilometer Nee, das Rad sage ich, fährst. weil ich Also rund bin. schalte mal einen Gang runter. Ja. Das war schon Das hat so sich aber gemeint. gerade so Sportprollmäßig angehört, wenn man so trainiert ist Ja, trainiert wie hier, ne? Bierbauch, wie es gehört. Nee, also vielleicht am Rhein könnte man ein bisschen Rad fahren. Da ist es ja dann doch unten am Fluss dann doch wieder relativ gerade. Aber oben im Hunsrück, nee. Ach nee. Dann lieber so mal gucken. In Rheinhessen, da geht's. Wobei Ja. das auch hüglich. Also, das ist eure Agenda, okay. Das ist ja auch noch eine Weile hin, hast du gesagt, ne? Ja, das ist, ja, ist von jetzt an noch 5 oder 6 Wochen. Gut, das ist ja, da will man ja hoffen, dass da nicht noch der zweite Lockdown kommt, wie es ja immer in den Gerüchten noch ist. Es gibt Gerüchte, die sagen, das könnte im Herbst noch mal so weit sein. Ja, das wäre auf Der jeden Fall Virologe danach. Drosten glaubt nicht mehr dran, dass es noch einen gibt, beziehungsweise wir hätten jetzt das Werkzeug in der Hand, das zu verhindern. Na, wollen Wenn wir es mal da nicht solche schauen. Deppen wie in Göttingen gäbe, das muss man jetzt auch noch mal kurz, muss ich ansprechen, Ja. dass da in Göttingen das ganze Hochhaus da mal eben, das sind natürlich schon, ist ein ziemlich asoziales Verhalten, muss ich sagen, ja, dass man da eben sagt, naja, wir feiern jetzt aber trotzdem und ja, dann steckt sich halt mal die ganze Stadt wieder an, ja, das ist also, ja. Ja, das waren Das schon ist Spezialisten da. engstirnig. Es ist engstirnig und richtig blöd und es leiden alle darunter und das wollte in die kleinen Gehirne dieser Leute nicht rein. Nee. Ja, ist auch unglaublich, was man die Tage wieder sieht an Menschenansammlungen, auch ungewollte. Wir sind ja beides Lokführer. Und ich bin die Tage einen Zug gefahren von Köln bis. Wo bin ich? Ich glaube, bis. Ich weiß es gar nicht mehr. Koblenz? Auf jeden Fall war der Zug rappelvoll. Fahrräder ohne Also muss Ende. jetzt aber nochmal für die Unkundigen sagen, das ist tatsächlich diese Rheinstrecke, Ja. wo natürlich die Leute auch sehr viel Ausflüge hinmachen. Es Das war aber heißt, der die standen Kölner ja auch alle Bereich in den. noch. Ja, aber es war am Rhein schon, oder? Naja, den sieht man eigentlich erst ab Remagen so richtig. Oder Okay, weil ich dachte, das sind dann Ausflügler gewesen, die an den waren Rhein das wollten auch? und dann da Also. Ausflug machen. Weil das sind natürlich klar, alle Leute stehen in den Startlöchern, wir machen jetzt einen Ausflug und dann ist Ja. das ja logisch, dass die Züge dann eigentlich mit Radfahrern voll sind oder voll werden wollen, Das sind wenn die sie ja da ohne nicht auf Corona jemanden wie schon. Gregor stoßen. Ja. Und es war wirklich so Gregor voll, dass sagt, ich jetzt ist Schluss. irgendwann habe ich eine Durchsage gemacht. Herzlich willkommen auf unserer fahrenden Corona-Party. Das war schon nicht mehr feierlich, wie voll das dann war. Und das war so schlimm, dass ich irgendwann sagen musste, so, Fahrräder ist jetzt Ende. Es sind eigentlich schon zu viele. Aber Was was. wir gar nicht mehr primär machen aus wegen Corona, sondern dass wir sagen, die Fluchtwege müssen Ja. gegeben sein. Da denkt nämlich ein Radfahrer auch nie dran. Dass ein Radfahrer denkt, cool, da ist ja mitten im Gang noch was frei, ich stelle mich da mal hin. Und dann kommt keiner Aber mehr ans Klo. ich hätte höchstens mal einen von 10 Fahrradfahrern getroffen, die auch mal wenigstens den Gedanken haben, Moment mal, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, ist kein Fluchtweg mehr frei. Das ist nämlich, das denkt ein Radfahrer nicht, der nicht mit der Bahn fährt. Das ist, in dem Fall kann man doch mal einen Aufruf machen an alle Radfahrende, die mit der Bahn reisenden, dass doch bitte das Rad dahingestellt wird, wo es nicht in irgendwelchen Fluchtwegen steht. Was ich auch erstaunlicherweise Dankeschön für Ihr Verständnis. hatte, ich habe ja dann Außendurchsagen gemacht, bitte keine Fahrräder mehr. Und dann kam eine Frau vor, ah ja, gut, dann nehme ich halt den nächsten. Weißt Ja du, und? Ist ja auch normal wären okay. die dann immer pampig. Kann sie ja tun, wenn de Die war ja. total freundlich, ah ja, wenn es so voll ist, nee, dann nehme ich den nächsten, ist doch kein Problem. Und sonst, Ja, pam, Ausflügler pam, sind da ja mecker, meistens entspannter als mecker. Pendler. Ja. Na, die geben sich da Unterschiedlich. alle Kommt drauf an, nix. wie hungrig sie sind. Ja, es gibt ja Ja, Leute, die dann den Ausflug machen und abends dann erst zu Hause was essen, ganz das war ja auch noch bewusst. der Hinweg, ja. Nicht der Rückweg abends. Ich glaube, Ja, da wären sie dann egal. eher Jedenfalls, es maulig. gab da ein bisschen Trouble mit der Radfahrer, ja. Ja, ich mag das nicht mit den ganzen Radfahrern. Obwohl ich jetzt selber dazugehöre, aber da auch mehrfach bisher schon schockiert war, wie sich Radfahrer benehmen. Ja, da Naja. gibt es ja jetzt Leute, die würden sagen, ja, hängt doch einfach noch ein Fahrradwagen dran. Naja, das sind Ja, halt keine traditionellen Züge mit Wagen, wo man eben noch was anhängen kann. das ist allen immer so Das leicht. sind Triebzüge, die sind halt so lang, wie sie sind, und die können nicht noch viel länger gemacht werden. Tja.
könnten halt nur mehr fahren, Weil aber. das haben meine Eltern immer gefordert zu der Zeit, als am Rhein noch die alten Wagen gefahren sind. Diese alten roten Wagen erkläre ich jetzt mal für die normalen Hörer. Diese Regionalzugwagen, die sind am rechten Rhein ja noch lange gefahren, bis vor 3 oder 4 Jahren, als die Deutsche Bahn das noch betrieben hat. Und da hätte man solche Wagen noch besessen von der Bahn, hätte man noch einen Fahrradwagen anhängen können. Aber das ist ja, das hat die ja, den Begriff Fahrradwagen gab es in Baden-Württemberg noch lange Zeit, als sie noch mit traditionellen Wagen gefahren sind. Aber in Hessen hatte man die Begrifflichkeit beziehungsweise Gepäck- oder Fahrradtransportwagen schon lange abgeschafft. Das heißt, das hätte man dann selbst, wenn es gegeben wäre, das anzuhängen, man hätte solche Wagen gar nicht gehabt. Nee. Und vor allen Dingen muss das ja heute auch alles wieder wirtschaftlich sein. Was macht der Fahrradwagen im Winter? Steht nur rum und kostet Geld, wo er eigentlich nicht gebraucht wird. Dann wird lieber gesagt, Also ich glaube, Fahrradbeförderung ist freiwillig und ja. wir werden, glaube ich, jetzt wieder zu bahnspezifisch. Was haben wir denn noch Ja, so da habe ich doch einen anderen zum Podcast für. Da Reden? müsst ihr Langsamfahrt fahren. Da könnte man eigentlich mal was Aha. zu machen zum Thema Fahrräder in Zügen. Ja, reden wir über Hört Trecker. Langsamfahrt. Sie ist sehr gut. Lass uns über Trecker reden. Okay, ich habe keinen Trecker, also red über deinen Trecker. Ja, ich habe ja hier, also der gehört nicht mir, sondern meinem Onkel, der steht aber hier bei mir. Ja, fast Also schon. ist quasi mir. Fast schon deiner. Ja, ist ein Deutz D4506, also ein Traktor aus den 70er Jahren, der schon kein Riesentrecker ist, aber auch kein so ganz kleiner mehr. Aber er ist noch alt, er klingt zwar nicht so schön, er macht mehr Lärm, aber es macht dennoch Spaß. Und dann kam Desiree, also meine Verlobte, auf die Idee, bei meiner Mutter im Westerwald, da stehen noch Fahrräder, die könnten wir mal abholen. Da hatte ich gesagt, na, jetzt müssten wir aber einen Hänger organisieren, lass uns doch beim Trecker hinfahren. Ah, Oha. bist du bescheuert, da 40 Kilometer beim Trecker hinzufahren? Ja, wieso, dann hätten wir mal einen Tagesausflug draus. Ja. Naja, vor allem, man muss überlegen, wenn ich das nochmal einwerfen kann, es gibt Leute, die sind mal eben über die Alpen gefahren mit dem Trecker. Also von was weiß ich, irgendwo an der Nordsee gestartet und sind über die Alpen bis nach Süditalien. Also es geht, wenn man das wirklich will. Da habe ich mal einen interviewt, der hat so, das war ein Rentner, der war sehr, sehr Echt alt cool. und der macht heute noch so Touren. Den habe ich für Traktorsound, also einen Traktor-Podcast, mal interviewt und der war Schon schon wieder sonst Werbung. wo. Schon wieder Werbung. Eieiei, ich mache zu viele Podcasts. Auf jeden Fall, der ist so verrückt und macht so Riesentouren mit einem Traktor, Wow. der sogar nur 15 fährt. Also da muss man sich aber auch wirklich einen Bauwagen dranhängen, Ja, dass man hat er drauf auch. schlafen kann. Und Hat er auch, da ist hat er jetzt mit hinten. einer Tagestour Nee, ohne da musste Schlafmöglichkeit schlafen wird's können. witzig. Hat auch da drinnen Ja. alles für einen Ölwechsel alles dabei und Oi, guck an. Kochmöglichkeit und. Aber der ist mittlerweile so bekannt, dass der schon so seine Anlaufpunkte hat, bei irgendwelchen Traktorvereinen, wo er dann mal unterkommen kann und auch mal duschen kann und auch mal eine Mahlzeit kriegt. Tja, kann er zurzeit auch nicht. Nee, zur Zeit Zumindest geht ist das es auch nicht, das jetzt, stimmt. wie das alles noch ein bisschen blockiert ist mit offiziellen Vereinstreffen beziehungsweise Zusammenkünften, ist das alles immer noch ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt gerade, um da noch mal ganz kurz vom Thema abzuschwenken, nur kurz, Ja. der Verein, in dem ich jetzt bin, da sind zwar Veranstaltungen wieder erlaubt, wir machen am Samstag auch eine Veranstaltung, aber die eigentlichen Vereinstreffen eben noch nicht. Also theoretisch kann man sich jetzt treffen zur Zusammenkunft und man müsste dann begründen und sagen, ja, wir machen Vorbereitung für diese Veranstaltung. Es ist also kein Treffen. Wenn man da jetzt irgendein Behördenfuzzi käme, müsste man sagen, ja, das ist jetzt Vorbereitungsarbeiten für eine Veranstaltung. Es ist kein Vereinstreffen. Dann würde man uns gewähren lassen. Aber wenn wir jetzt Ja. sagen, wir machen hier Just for Fun Treffen, dann würden wir auf den Deckel bekommen. Also das ist jetzt wieder willkommen in Deutschland. Das ist eigentlich so So, einfach, ja. das war jetzt mal das kurz, was mir eingefallen ist. Gehen wir mal wieder zurück zu deinem Trecker-Thema. Ja. Also du hast gesagt, fahren wir mal in den Westerwald. Mal eben so, ja. Also hier irgendwann Vormittag los, habe ich noch ein kleines Radio in den Trecker gebaut. Das hat man zwar kaum gehört, obwohl es in voller Lautstärke Wollte ich gerade sagen, geplärrt schafft er das überhaupt, hat. Es das ging, kleine also Radio? ich bin auch nicht Vollgas gefahren. Ich bin nur so 15 km/h gefahren, weil dann ist der Trecker wesentlich leiser, wie wenn er seine 22 packt. Und Hat der eigentlich eine Spritanzeige nein, oder ist das so nein. eher ein Schätzwert? Ich bin erstmal überhaupt, Okay. habe ich hier alle Kanister, die ich noch hatte, reingekippt und dann haben wir die auch Oh. mitgenommen, leer, und sind dann zur ersten Tankstelle, haben nochmal vollgetankt und haben die Kanister vollgetankt, weil Ah. ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viel verbrauchen Ja, wir. eben. Und Ja.
Hab dann auch zwischendrin haben wir ja Pausen gemacht, hab dann auch immer mal reingeguckt, oh ja, ist noch gut. Also wirklich vorne Tankdeckel auf, reingucken mit Licht. Ja, ist richtig. Das Mit ist dem Streichholz. mit dem Streichholz, genau. Geht ja, ist Aber ja du nur hast mir ja mal Diesel. erklärt, dass, wollte ich gerade sagen, hast du mir, habe ich tatsächlich von dir gelernt, dass Diesel ja einen wesentlich Nee. höheren Flammpunkt hat. Das heißt, das ist eher so, dass der nicht so ganz zündfreundlich ist wie Benzin. Kannst auch Bei Grill mit Benzin wäre das anstecken. potenziell tödlich, aber ja. Aber Ja. bitte nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Also Also ich. bitte nehmt euch jetzt nicht den Trecker vom Opa und haltet da mal ein Streichholz an den Tank. Bitte nicht. Bitte, wir wollen es niemand empfehlen. Streichholz und Treibstoff jeglicher Art ist keine gute Idee. Was ihr auch Danke für nicht machen Ihre solltet, wenn Aufmerksamkeit. ihr einen Grill habt, da Holz rein und dann da ein bisschen Diesel drüber schütten und Nein, dann ans. das Das wäre ja solltet ihr auch fahrlässig. nicht machen. Also Diesel ist jetzt kein guter Grillanzünder. Es funktioniert zwar rein Ja, auch die Wurst technisch. dann nach Diesel. Also das ist ja dumm, wer Naja, das macht. ich Gell, mach Gregor? das. Wenn ich das machen würde, würde ich das ja so weit vorher. Also wird das ja so lange brennen, bis das ja alles weg ist. Also bisher Das hätte ist noch jetzt so. keine Wurst nach Diesel geschmeckt, wenn ich das denn gemacht hätte. Na, ihr wisst schon. Also einfach hier der Aufruf, Finger weg von Brennstoffen und entsprechenden Zündquellen, wenn man nicht absolut Ahnung davon hat. Das Ja. als Sicherheitshinweis hiervon Ach, nochmal. Sicherheitshinweis. Ja, was denn? Ist ja hier, keiner soll uns am Ende sagen, wir haben zum Spiel mit dem Feuer aufgerufen. Das ist ja hier, nee, nee, so Nein. nicht. Vor allem, nachdem ihr Also, Wein du hast getrunken geguckt, habt. immer mal nach dem, Genau. immer mal nach dem Sprit geguckt und hast dich gefreut, wie wenig verbraucht es Der nochmal, ja. hat, glaube ich, auf dem ganzen Tag 5 Liter gebraucht. Also, das war echt Jetzt nicht muss ja auch die viel. Strecke sagen. 90 Kilometer, also mit hin und zurück. Hoi, Da hat er so geschätzt Fahrzeit? 5 Liter verbraucht. Fahrzeit, jetzt muss ich überlegen, wir sind morgens um 10 irgendwann los. Also so knapp 3 Stunden für den Hinweg und irgendwie so 3,5 für den Rückweg, weil der Rückweg war ein bisschen länger. Das ist ja mal eine gemütliche Fahrt, muss man sagen. Ja. Also, ich meine, 90 hört sich jetzt mit dem Auto jetzt mittelweit an, wo man auch sagt, ja, da ist man ein kleines bisschen unterwegs, Also eine wenn man Strecke, im Vergleich nur aber Kurzstrecke fährt, aber mit dem Traktor und 15 km/h, da hört sich 90 an wie 300 Kilometer mit dem Auto. Ja, Also, hoiuiui. also wir waren den ganzen Tag unterwegs, wir waren daheim, da war schon die Abendsonne. Ja. Wow. Das heißt, wie lange habt ihr euch da eigentlich länger noch aufgehalten im Westerwald oder habt ihr Vielleicht eine dann Angst Stunde gehabt, dass oder ihr so. dann... Oh, Ja, okay. also so lange waren wir jetzt nicht da, haben Kuchen gegessen, Also die es war Fahrräder. tatsächlich ein Reisetag, könnte man sagen, wo ihr Ja, fast nur auf Achse der wart. Weg war das Ziel, kann man sagen. Da sind Ja, wie wir. hast du denn deine Family da untergebracht? Ich meine, das ist ja Oh diese ja. Seitensitze auf den Treckern, die sind ja entsprechend klein. Das hat gepasst. Die Da haben ist da ja nicht viel beide Platz. nebeneinander schön drauf gepasst. Ich habe Ach zwar immer ja. mal gemeint, kannst dich auch mal hinten auf den Anhänger setzen. Wir hatten ja einen großen Hänger dran. Ja, auf dem Land geht das, Auf dem ja. Land gewesen. Wir sind ja auch nur Landstraßen gefahren. Ja. Und wurden auch mehrfach angehupt von Warte, Autos, denen wir da zu gab's doch. langsam waren. Okay, ja gut, das ignoriert man dann. Aber ich meine, da gibt's doch auch irgendeine STVO-Erlaubnis, dass da Leute irgendwie auf dem Anhänger mitfahren dürfen, wenn es nicht anders geht. Da gab's irgendwas, Ich das guck weiß ich mal. mal. Personen. Es gibt zumindest, gibt Planwagenfahrten, es nee, das ist ja kein. Bahnübergänge, das kennst du vielleicht, wo dann nochmal steht, nochmal zu unserem Eisenbahnthema zurück, Personen von der Ladung absteigen, wenn es Oberleitung ist, Oberleitungsbahnübergang, und dann steht nochmal vor dem Bahnübergang ein ganz großes Schild, Personen von der Ladung absteigen, wenn das jetzt in so einem landwirtschaftlichen Gebiet ist, wo viele Felder sind. Also das würde ja bedeuten, es ist generell erlaubt, dass Personen auf der Ladung oder auf dem Hänger Ah. mitfahren, aber wahrscheinlich Personen zur eher Ladungssicherung nicht mit so. müssen. Feldweg. Naja, Also ich ich hänge jetzt glaube, in da gibt irgendwelchen es irgendwelche Foren, Regeln das. für Landarbeiter, gibt es bestimmt Regeln, wenn die Personen nicht auf dem Traktor mitgenommen werden können, dass sie dann auf dem Hänger. Das gibt bestimmt irgendwelche Ausnahmegenehmigungen, kann Ja. ich mir vorstellen. Es gibt ja auch extra so Planwagenfahrten. Ja, das ist ja was anderes. Aber Beim das ist. Planwagen hast du ja theoretisch die Möglichkeit, richtige Sitze und gegebenenfalls betont darauf, sogar Gurte anzubringen. Ja, das habe ich, aber Aber Gurte habe ich noch nicht gesehen. Auf dem. ich sag ja auch gegebenenfalls, Ja. aber das ist ja auf einem normalen Ladeanhänger hast du ja nicht so die richtige Möglichkeit.
Also wenn ich jetzt hier google mit Naja, ihr Personen auf seid also Traktorhänger, finde ich nur Unfälle. Das lassen wir mal lieber. ihr seid also von Westerwald wieder zurückgefahren in das Gebiet rund um Wetzlar. Ja, also erstmal schön den Berg hoch. Das hat der Traktor ja gut gepackt. Und runter konnte man auch mal ein bisschen schneller fahren, einfach mal auskuppeln. Und ja, dann wurde der schnell. Und zwar so schnell, dass der das Hüpfen Ja. anfing. Der wippte richtig. Oh, Und dann dachte ich schon, naja, die jetzt Bremse heiß. schneller wie 25, 30 kann man nicht fahren. Da muss ich gegenbremsen, was ja auch nicht so einfach ist. Das ist ja, also du drückst ja wirklich auf die Bremse. Und solltest Tja, Bremsweg ist noch gut körperliche einkalkulieren. Arbeit, ja. Naja. Wobei, wenn du dich Ja. hinten hinstellst und lang machst, da drückst du automatisch viel mehr. Aber Gefahrenbremsung wollte ich so nicht machen. Das Ja. hat schon ganz schön gewackelt. Tja. Hat auf jeden Fall Spaß Also ihr gemacht. habt einen. So eine Wollte ich gerade sagen, Tagestour. ihr habt euren Spaß gehabt bei der Tour, ja. Ja, und dann hin und wieder mal geguckt, auch mal nach dem Trecker geguckt, mal nach dem Ölstand, war aber alles gut. Aber das ist ja, wenn ich jetzt noch mal so klar rausfragen würde, du planst eines Tages doch mal einen richtig alten Trecker anzuschaffen. Also tatsächlich auch für dich, oder? Ja, Der ist dir ja auch zu neu, oder? eigentlich ist er mir zu neu und vor allen Dingen klingt er mir zu doof. Ich hätte gern einen Traktor, der einen schönen Ja, Sound hat und nicht den hier, der das nur finde Lärm ich allerdings macht. auch. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, mit dem mal mitzufahren. Der kreischt. Der kreischt viel und der ist wenig tuckern. Das ist nicht das klassische Tuckern, was man von den Landsbulldogs oder von auch älteren Treckern noch Ich gewöhnt kann ist. mal Das ist kurz eher so ein. anspielen, dass wir mal kurz hören, worüber wir reden. Also da merkt man schon, der macht viel Lärm. Und das. Ja, man hört auch einfach, das ist nicht das Geräusch der 50er oder 60er, Nee. sondern das ist das Geräusch der ab Mitte 70er. Das ist schon Das ein ist halt wohlwollendes einfach. Geräusch. Ja, es ist nicht mehr ganz Trecker-Romantik, Nee. zumindest was die meisten sich drunter vorstellen. Also mein Traum ist Also eigentlich. ein Trecker muss bap machen, ja. Also Ja. Jetzt gucke der ich darf mal. sie nicht so durchdrehen, sage ich jetzt mal so. Ich suche mal gerade unseren alten Trecker raus. Der klang noch. Das war übrigens der Vorgängertrecker von deinem Onkel, muss Genau, man ein auch Deutz dazu sagen. D30 aus den 50er, 60ern. Hier. Wo wir beide bis heute nicht nachvollziehen können, warum der den weggegeben hat. Ja, für den anderen. Um den neueren zu kaufen. Deswegen ist der Das weggekommen. klingt wirklich viel toller. Das ist ja auch Man der müsste Grund, mal warum. finden, wo der jetzt hin ist, ob man den zurückkaufen kann. Oh, ach, da guckst du lieber nach dem neuen, also nach dem neuen Gebrauchten. Das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Traktor-Podcast gemacht habe, weil ich finde, es gibt Traktoren, die so schöne Geräusche machen können. Das ist fast schon Musik. Oh ja, oh ja. Aber da muss man ein bisschen in dem Bereich interessiert sein. Ich weiß Ja. nicht, ob die Leute, die jetzt hier unseren Laber-Podcast hören, Wahrscheinlich auch oh, was nicht. reden die jetzt 3 Stunden über Trecker, das muss jetzt auch nicht sein, Ja. glaube ich. Also mein Traum ist ein Porsche-Traktor. Als Ja, das sind eigenen natürlich auch irgendwann. schöne Designs, Und der ja. ist auch vor allen Dingen eine Wertanlage. Also die kriegst du jetzt schon nicht billig. Und ich will gar nicht Ja, wissen, wie das erst in sicherlich. 20 Also, Jahren erstmal ist. wie fast alle Oldtimer, ist ja bei Autos und Motorrädern auch nicht Naja, anders. in Also Deutz von kriegst du daher. schon wesentlich günstiger wie ein Porsche. Aber von denen gab es vielleicht auch Tja. mehr. Also Da da gehen zählt die. man aber auch, da zahlt man ja fürs Design, weil Porsche ist ja eigentlich genau wie bei den Autos, ist halt auch. Es ist ein Design. Es Naja. ist. Da zahlst du für den Namen auch, ja. Also von daher. Und jetzt ist hier in der Straße ein Porsche, der in einem Carport steht und eigentlich völlig verranzt aussieht und auch zugeräumt ist. Ich bin ja echt kurz davor, da mal zu fragen, was ist denn mit dem? Vielleicht kriegt man den günstig. Ja, Es müsste, also der das ist Lack ja muss auf auf jeden dem, Fall das ist ja auf dem aufgearbeitet Dorf, werden. also Ja. ich denke, man kann sich da mal. Ich würde ja auch Du musst das tauschen so gegen den zufällig. Du anderen. musst das so zufällig planen. Du musst das so planen, dass du so da öfter Spaziergang lang machst und Ach dann so ja. man sich zufällig auf der Gasse mal trifft. Nicht, dass du so bittstellermäßig an der Tür läutest, sondern dass man sich zufällig Naja. mal trifft auf der Gasse und du dann einfach so ganz zufällig auf das Thema Trecker zu sprechen kommst, so dass das nicht so nach dem Motto, ich suche, sondern ich sehe den hier und finde den Ja, toll. der Kleine könnte sich So, ja auch mal dafür so. interessieren, dann so. Oh, guck mal, ein Trecker, Papa, guck mal. Und dann, Genau, darf ich da ne? mal drauf sitzen und Komm, dann ja, fragen so wir eine Geschichte. mal. Ja. Ja, genau, Ja, so das ist könnte man. richtig. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich preislich nachher von Vorteil gewesen. Also wenn, ich sag mal so, wenn sich da was tut, dann erfahrt ihr das hier in dem Podcast. Ja. Also
Da berichten wir dann Aber drüber. das Ding wäre ja erst, dass der andere dafür weg muss. Erstmal wegen, ich brauche ein bisschen Geld. Und wo soll ich es denn parken? Also ich werde die zwar beide schon noch eine Weile parallel brauchen, allein wahrscheinlich werde ich den anderen abschleppen müssen. Der wird möglicherweise ja nicht mehr aus eigener Kraft hierher fahren. Es sind nur 500 Meter, aber die musst, oh gut, könnte man mit dem Auto notfalls auch noch ziehen, aber Da muss aber die Bremsanlage von dem Trecker noch gehen. ja, das Und kann wer man die ja Bremsen da ausgebaut hat, gangbar wird es auch machen. schwierig. Ja, das muss man dann da schon irgendwie Ja. gangbar machen, dass man zumindest hier rübergezogen kriegt. Ja, und dann kann man den Rest halt machen. Mit Motor kenne ich mich halt nicht so aus, aber da hätte ich im Zweifel Leute an der Hand, die auch Trecker Wollte ich haben gerade und auch sagen, mit da Motoren sich genau, auskennen. da kennen wir beide jemanden Kompetenten, der auch Eisenbahner ist. Der kann da weiterhelfen. Und den dachte ich jetzt sogar noch gar nicht, aber der könnte auch helfen, Doch, ja. doch, der kennt Ja, hunderte ja. Leute, die entsprechend mit sowas. Der gibt ja seine Traktoren auch entsprechend zu so einer Werkstatt. Das ist zwar alles nicht in dem Gebiet, wo du wohnst, aber möglich ist da alles. Den wollte ich ja auch als mal einladen für einen Traktor-Podcast. Also über 3 Folgen, der Mach hat ja das drei auf jeden Traktoren. Fall. Mach, Ja, ja, das ist mach das bisher daran mal. gescheitert, einen Termin zu finden. Der hat ja auch immer zu viel um die Ohren. Gut, versuchen wir wieder mal ein bisschen hier Struktur reinzubringen. Ja, Ihr habt also eure Tour gemacht und es war schön. der Hauptgrund war ja, dass wir Fahrräder abgeholt haben, die dann hinten Ja. auf dem großen Hänger drauf lagen. Ja, die jetzt bei uns stehen. Also ihr habt das Fahrradfahren offiziell eingeführt und euer Kleiner Genau. lernt Das Fahrradfahren. war unsere Tour, um im Fahrradfahren anzufangen. Der Kleine ist ja jetzt 4 geworden, hat sich auch ein Fahrrad gewünscht und dann waren wir hier ein Fahrrad kaufen in einem richtig schönen kleinen Fahrradladen, den man ja sowieso unterstützen sollte. Und dann hat er ein Pumuckl-Fahrrad gekriegt. Ah, schön. Da sind mehrere Und Pumuckls hat sich als gefreut wie Aufkleber ein drauf Keks und als wahrscheinlich. Figuren. Auf jeden Fall sind zwar noch die Stützräder dran. Er wollte unbedingt auch schon mal ohne. Das hat natürlich noch nicht funktioniert. Aber mit Stützrädern fährt er da sehr, sehr gut. Man sollte noch dazu sagen, das Ding hat keine Schaltung. Die Kinderfahrräder haben ja nur einen Gang. Er Ja, kommt ja. aber dennoch sehr gut mit auch. Also. Also ich kann mich noch an mein Kinderfahrrad erinnern. Das war wirklich knallrot und es hat eine Aha. klappernde Kette gehabt. Die Kette war wohl schon was älter und die hat die ganze Zeit Rad, 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 die Kette die ganze Zeit gemacht. Aber das fand ich auch das Lustige an meinem Rad. Man hat es schon von weitem gehört, wenn ich da Ah, der ankam. Matze kommt. Klapper, Ja, so in klapper. der Art. Ich bin damit rumgerast. Ich habe da Gas gegeben, nachdem ich dann Fahrrad fahren konnte. Ich habe so Ja. viel Spaß gehabt, ich könnte das Rad heute noch zeichnen. So lebhaft ist es vor meinem inneren Auge. Ich habe einen Riesenspaß mit dem Ding gehabt. Also ich weiß bei meinem nur noch, dass hinten so ein Wimpel dran war, aber wie es aussah, weiß ich auch nicht mehr. Okay. Das war ein richtig altes Modell, was ich hatte. Ich bin ja dann, Radfahren habe ich gelernt in den frühen 90ern, aber das muss ein Modell von den späten 70ern vielleicht gewesen sein. Das war also dann auch schon damals, könnte man sagen, Oldtimer-Rad. Aber es war lustig und es hat mir als Kind richtig Spaß gehabt. Ich kann Das mich aber war. noch daran erinnern, wie ich das Fahren ohne Stützräder gelernt habe. Wir hatten so einen Berg vor der Haustür und den sind wir halt immer runtergekullert und irgendwann nur angefangen zu treten und dann fuhr ich. Ja, das ist natürlich total unterstützend, das ist klar, ja. Ja, man Nee, ich musste hatte eigentlich immer nur ja. wieder hochschieben und dann brauchte man sich zumindest schon mal nicht auf Schwungkriegen konzentrieren. Der Schwung war Ja, schon ist da. richtig. Und dann weiß Dann ich ist noch, wie meine beruhigt, Mutter ja. sagte, ja, und wenn das klappt, dann grillen wir heute. Ja, und dann hat's geklappt. Oh, Und dann meine ich, ja, ein dann tau doch mal die Grillsachen auf. Motivationsschub. Ja, nee, mach mal einen anderen Mal. Oh, was war ich sauer. Och. Ja. Es wurde dann nachgeholt, aber ich wollte dann halt unbedingt grillen, ne? Wie das dann halt so ist. Ja, so kam das also vom Trecker zum Radfahren. Und ihr macht jetzt öfter mal ein bisschen so Radtouren. Ja, das ist doch Ja, schön. was wir auf jeden Fall gelernt haben, dass man das sonntags auf dem Radweg nicht machen soll. Was hier, Kommt also auf die Gegend an. wir wohnen ja hier an der Lahn. Hier ist der Lahnradweg, da ist dann sonntags ist hier die Hölle los. Und da nimmt auch keine Rücksicht, jetzt mit Corona und Mindestabstand schon mal gar nicht. Da wirst du geschnitten, da wird der Kleine wird völlig missachtet. Also eigentlich kannst du nur einen vorne, einen hinten und dazwischen den Kleinen, dass wir hintereinander fahren, dass der Kleine noch so ein bisschen Schutz hat. Der wird mit Absicht übersehen oder geschnitten, dass
da echt keinen Bock hast zu fahren. Ich habe mich neullich auch Also richtig muss es echt angelegt mit sagen, einem manche Radfahrer. Radfahrer sind richtige Arschlöcher, muss Ja. man wirklich sagen. Manche Rad, ich auch diese, da habe ich auch natürlich den klassischen Rant, das haben ganz viele Leute wahrscheinlich, Rennradfahrer auf der Bundesstraße, das sind die größten Arschlöcher überhaupt. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Wenn hier einer von denen zuhört, es tut mir leid, ich nehme es nicht zurück. Rennradfahrer haben auf der Landstraße nichts zu suchen. Vor allem, wenn Die nebendran Räder ein sind nicht Radweg ist. STVO-konform. Ja, die Dinge haben gar nichts, die haben kein Licht, kein Schutzblech, ist mir jetzt auch egal, aber es ist einfach darum, dass die den ganzen Straßenverkehr aufhalten, der da mit 70 oder gar 100 fährt. Das geht nicht in der ihren kleinen Radfahrerhirn hinein, dass die sich selbst in Lebensgefahr begeben. Nicht nur, dass die sich den ganzen Verkehr aufgehalten, aber wie schnell ist es mal passiert, dass einer überholen will, dann kommt ein LKW entgegen, der Überholer versucht seinen Vorgang abzubrechen, schneidet den Radfahrer und das war's für den Radfahrer, fertig aus. Vor allem beim Also parallelen es ist einfach, Radweg. es ist dumm und ignorant nach dem Motto, ich bin jetzt hier mit meinem Rennrad und ich muss ja auf asphaltierter Straße fahren, weil die fahren ja auch auf der Straße, wenn es nebendran noch einen Feldweg gibt. Nach dem Motto, meine kleinen Reifen, die halten ja nicht aus, wenn ein Steinchen von einem Millimeter Durchmesser diese Ja, Reifen dann berührt, kauf das dir halten halt ein die ja nicht ordentliches aus. Fahrrad, du Pfeife. Wollte ich gerade sagen, oder fahr auf der Rennstrecke oder sonst wo, wo das geht, aber nicht auf der Landstraße. Ich reg mich so auf. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich mir einen ganz großen Aufkleber aufs Auto hinten drauf mache, nach dem Motto Rennradfahrer runter von der Landstraße, Ausrufzeichen. Ich auf meinem Arbeitsweg, wenn es jetzt hier warm wird, ich erlebe das täglich und ich reg mich immer wieder auf. Und ich habe auch schon diverse Leute angeschrien aus dem offenen Fenster. Ja, Ist ich irgendwann verstehe das. platzt mir richtig der Kragen. Ich schreie auf dem Fahrrad um So, mich. Rant beendet. Ich habe mich neulich auch mit einer Radfahrerin angelegt, die meinte, den Kleinen mal völlig zu ignorieren und beim Überholen dann merken, oh Scheiße, da ist ja noch was vor denen und jetzt muss ich den aber Ja, schneiden, Rock'n'Roll. sonst müsste ich ja Ja. bremsen. Diese Mentalität, auf dem Fahrrad jederzeit jemanden überholen zu können, gedanklich. Das kotzt mich sowas an. Beim Auto musst du auch mal Ja, dahinter oder? bleiben, wenn da ein Laster ist. Kannst du auch nicht zu Ja, jeder eben. Zeit. Jetzt rannte ich ja auch schon rum. Vor allem auch der Gedankengang, dass man mit dem Rad muss man genauso vorausschauend fahren oder Ja. ähnlich vorausschauend wie mit dem Auto eben auch. Das wird dir nicht abgenommen, nur weil du aufs Rad umsteigst, du eben nicht vorausschauend fährst. Du ein Unsinn, ja. Und gerade auch auf dem Außerdem Radweg. ein, ja, ich sag mal, ein guter Rant macht ja nichts. Also wenn du ranten möchtest, dann ist das alles in Nee, Ordnung. Ich das, meine. also ich brüll da manchmal wirklich um mich, dass ich denke, jetzt sollte ich mal nicht so viel Schimpfwörter Ja. verwenden, der Kleine ist dabei. Aber der hat dann noch so ein Talent, noch hört er weg, zumindest wiederholt er sie nicht. Das regt mich so auf. Zu jeder Zeit, hier, sonntags auf dem Lahnradweg, wirst überholt, es kommt aber Gegenverkehr, der auch gerade überholt. Ja, nee, dann bleibst du halt dahinter. Mann! Hätte ich jetzt gar nicht Entschuldigung. erwartet, habe ich jetzt tatsächlich von dir zum ersten Mal erfahren, dass das jetzt zwischen den Dörfern so viel Radverkehr ist, weil ich dachte, das sind alles Naja, eher nur, kleinere Orte, es da war ist nicht Sonntag und radfahrermäßig nicht so viel los, aber es war wow. Sonntag und es schien die Sonne und es waren erste Corona-Lockerungen. Vielleicht hat es das Da alles kommen die nochmal alle aus ihren Löchern. begünstigt. Ja, aber hier ist tendenziell, also hier eine Straße weiter, geht der Radweg ein kurzes Stück durch den Ort. Da ist, wenn Wochenende ist und gutes Wetter, tendenziell immer ein bisschen mehr los. Du kannst ja, ich glaube, ab Marburg kannst du ja immer entlang der Lahn bis fast bis Koblenz fahren. Und da ist fast durchgehend ein Radweg, der halt auch mal durch die Orte geht, aber hier geht's eigentlich noch. Gibt noch Stellen an der Lahn, da dürfte es noch schlimmer sein, so im Bereich zwischen Weilburg und Limburg. Wo dann die Landschaft auch noch mal ein bisschen schöner ist wie hier. Da ist das dann Es noch war jetzt schlimmer. erst vor ein paar Tagen, war das der Weltradfahrertag oder der Welt, weiß ich nicht mehr, irgendwas auf jeden Fall. Weltradlertag, das kann man in Bayern feiern. Jedenfalls habe ich dazu einen Tweet gesehen, passend zu diesem Tag. Und zwar der Tweet lautet: Berliner Bauarbeiter auf dem Fahrrad zu hupendem Autofahrer hinter sich. So, Hupe geht, probier mal Licht. Das ist typisch Berliner Schnauze, das ist genial. Ja, Berlin. Zitatrechtmäßig muss man da, glaube ich, noch sagen, ein Tweet von Kirsten-Fuchs-. So, haben wir das Schuldige auch getan. Sollte man ja dazu nennen. Ja. Tja, aber Fahrradfahren unterm Strich macht dann ja doch ein bisschen Spaß. Du hast ja ein Elektrofahrrad, ne?
Ein Elektrofahrrad, wie sich das anhört. Nee, das ist ja ein Pedelec. Also das ist, man unterscheidet ja Pedelec und E-Bike. E-Bike ist ja komplett nur noch mit Motor, da tritt man ja gar nicht mehr. Pedelec ist ja eine E-Unterstützung. Das ist richtig, das habe ich also als Jobrad. Das gibt es ja bei vielen Firmen. Das heißt, du zahlst eine monatliche Rate an deine Firma, beziehungsweise die Firma übernimmt, glaube ich, auch ein Recht an, also einen Anteil. Dafür, dass Und du halt dann fit hast du das bist. Rad. Kannst du das Rad benutzen, genau. Ja, das mache ich. Ich habe also ein Pedelec und ich müsste es eigentlich viel mehr benutzen. Also es ist tatsächlich so, dass es für sein Alter noch extrem wenig gefahren ist. Es wird jetzt auch schon im März 3 Jahre und dann läuft auch dieser erste Nutzungsvertrag schon aus und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das behalten möchte oder ob ich das eintauschen möchte oder ganz abgeben. Aber ich denke, dass diese Abschlussrate ist nämlich irgendwie gedeckelt, dass das irgendwie maximal 250 oder so, ich weiß es nicht. Ach, Und dann dann kannst kannst du du es das quasi Rad nämlich kaufen behalten. für einen geringen Preis. Korrekt, korrekt, Oder korrekt. zurückgeben und ein Und neues finanzieren. Oder wie ich ist das? glaube schon, ja, aber das finde ich witzlos, weil das Rad wurde jetzt so wenig genutzt, das hat noch nicht mal die erste Wartung gehabt in dem Sinne, weil es ist noch alles perfekt eingestellt. Ich behalte das schon. Also wenn es jetzt nicht zu teuer wird, dann übernehme ich das. Und ja, es macht aber schon definitiv großen Spaß. Vor allem, du traust dich weiter weg. Also du machst nicht irgendwie, dass man sagt, ich fahre mal um den Kirchturm und ich könnte ja dann müde werden, sondern du machst dir eher Gedanken, was packt mein Akku? Und dann los geht's. Dann machst du mal eine längere Tour. Ja, und beziehungsweise wenn du irgendwo weißt, du machst auf, was weiß ich, drei Viertel der Strecke eh sowieso einen längeren Restaurantaufenthalt, dann könntest du ja dein Ladegerät einpacken und dann noch mal zwischenladen. Aber das ist ja kein Schnellladegerät, das braucht ja eigentlich 4 Stunden, um es mal ganz Aber voll man zu kann machen die oder noch Stunde, länger. die man vielleicht da ist, auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen wieder aufladen. Also ja, mit Unterwegsladung, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich Wie lange bin hält's denn? Sagen wir es mal da so. schon an die 90 Kilometer, vielleicht etwas Ups, mehr. da muss Also man jetzt gar nicht 90 bis 120 unbedingt. Kilometer. Ja, Nee, also. nee, 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 das ist. Aber wehe, du fährst halt los mit nur noch unter der Hälfte Akku und denkst dann, ne, das wird schon. Ja, Ich bin dann. schon mit Restlaufweite von 5 Kilometern bei Haus zu Hause angekommen. Aber Das dann war jetzt kannst du aber eine dir immer knappe noch normal Geschichte. strampeln, oder? Richtig, aber das wird schwer, weil das Ding wiegt richtig viel und Ah, ohne ja die klar. Unterstützung, das merkst du dann richtig, das ist heftig schwerer zu fahren als ein normales Das Rad. ist mir ja Also du dann gar merkst nicht den Unterschied gewöhnt. schon wirklich. Eben, Was eben. mir mal aufgefallen ist, im Raum Hannover gibt es zum Teil in manchen Zügen Steckdosen, wo du so Schnellladegeräte anschließen kannst, die dann auch irgendwie Das ist ja toll. 200 Watt vertragen. Dachte ich, oh geil, hier könnte man ja Das auch ein ist ja Waffeleisen innovativ. anschließen. Im Zug. Ne, aber das ist ja innovativ. Ist das bei Enno gewesen oder Das war welchem Enno, ja Organgesellschaft genau. war das dann? Ja, das waren auch recht neue Züge in dem Moment. Die haben da Steckdosen, wo du Fahrrad mitladen Ah, darfst. das ist eine tolle Und Geschichte, wenn du weil da dann ist ja eh, gerade so, du dass sitzt du ja dann so. eh nur da, ist ja eh tote Zeit, dann warum nicht laden in dem Ja, Moment? oder das ist dann so Leute, die dann sagen, verdammt normal, ich wollte die Tour heute machen, habe aber vergessen, den Akku vollzuladen. Dann kann man noch Dass mal man ein da last bisschen. minute-mäßig nochmal eben. Ja, gut. Also, Ja, oder tolle halt ein Geschichte. Waffeleisen dran machen. Und dann Ja, Waffeln im ja. Zug. Du hast einen an der Waffel. Ja, nee, also ich, ja, dann brauchen wir halt Er zwei denkt wieder nur Steckdosen. ans Eine Essen. für dich fürs Fahrrad und eine für mein Waffeleisen. Oder ein Elektrogrill. Nee. Elektrogrill, nee. Die Schwiegermutter will mich immer schon einladen, sie hat sich jetzt einen Elektrogrill gekauft und möchte, ich sag immer, nee. Nee. Elektrogrill, nee. 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 Ich hab ja auch noch einen im Keller stehen. Den habe ich von Schäm meiner dich. Oma geschenkt Tu bekommen. den weg. Nee, den habe ich ja nicht gekauft, sondern den hat Also. mir meine Oma geschenkt und seit da an steht er ja unbenutzt herum. Also, Schrottwichtel. ich wüsste auch nichts nicht. eBay. Ja, ich Also. bräuchte echt mal hier langsam jemanden, der mir mein ganzes Zeug auf dem Flohmarkt verkauft. Ich habe Ja, nämlich weder die genau. Zeit noch die Lust, Auf mich selbst auf Flohmarkt. den Flohmarkt zu stellen. Ich bräuchte so einen Verkaufsagent nach dem Motto, ich drücke dir jetzt hier 5 Kisten in die Hand, da verkauf mal. Ja, das gibt's, nennt sich Bräuchte ich eBay. echt jemand? Mach doch mal eBay. Nee, das macht ja auch Arbeit. Das macht auch Arbeit. Ich möchte Ja, keine Arbeit. Ich brauche einen Verkaufsagenten, okay, mach ich, aber ich nehme Provision. Gut, macht ein das ist Verkaufsagent natürlich auch. klar. Gibt's auch, ja eben. Aber ich habe da keine Lust drauf. Ich würde lieber sagen, da hast du Provision, stell alles ein, mach Bilder selbst. Da hast du den ganzen Kram, ich will es nur loswerden. Brauche ich wirklich. Also, Ja, dann bring keine mit, kein Lust wenn mehr du mal wieder darauf. hier bist.
Also ich meine, Elektrogrill dürfte doch gut gehen. Also dürfte man doch irgendwie Ja, loswerden. der, wenn es das wäre, aber es ist ja noch so viele andere Sachen. Tja, manches sollte man dann doch lieber der schwarzen Tonne überhelfen. Wahrscheinlich. Je nachdem, was es ist. Es gibt ja jetzt, der Gregor weiß es, aber die Hörerschaft weiß es nicht. Meine Wohnung ist nicht so ganz Ordnung. Nicht so ganz Ordnung. Ja, Punkt. Danke. Nicht weiter ausführen. Wie es weiter Ja. ausgeführt wird, das überlassen Ja. wir. Also das Genie beherrscht das Chaos, könnte man so sagen. Und Ja. jetzt gibt es ja diese Bücher. Ich denke, da darf man jetzt auch nochmal Werbung machen von der Marie Kondo. Aufräumen leicht gemacht, beziehungsweise Magic Cleaning. Da gibt es Bücher übers Aufräumen. Korrekt, ja, das ist eine Aha. Japanerin. Wie gesagt, Marie Kondo, das ist eine Aufräumexpertin, könnte man so sagen. Aufräumen. Die hat halt erstmal, ja, du Entschuldigung, kannst dir das ich. alles ergoogeln. Wie heißt sie? Die ist Marie? halt entsprechend Kondo, wie man Pondo. spricht mit K. K.O. Kondo, K. Konrad. Ja. Ah Kondo, ja. NDO. Magic Cleaning. Aha. Aufräumen Und mit sie Methode, ja. gibt, genau, sie gibt sogar Aufräumkurse in Japan und so. Die hat einen entsprechenden radikalen Kurs, wo ich zuerst gedacht habe, dass es für mich als Sammler und Jäger ist nix, wo ich sage, ich hänge zu emotional an meinen Sachen. Aber ich versuche mich trotzdem, erzähle ich später. Sie hat einen radikalen Kurs, wo es eigentlich heißt, alles, was dich nicht glücklich macht, muss weg. Das heißt also, wenn durch die Wohnung schaut und irgendwas sieht, oh, das liegt jetzt hier schon seit 2 Jahren rum. Ich brauch's nicht und es liegt mir im Weg. Ja, weg damit. Dann entweder verkaufen oder entsorgen. Das heißt, bevor man eigentlich richtig aufräumt, sollte man erst gucken, was kann weg. Alles, was einen nicht glücklich macht, kann weg. Also hier steht, alle Dinge Und zum dann. Aufräumen werden auf einem Haufen gesammelt. Auch so, ja, aber ich meine, es ist der erste Schritt, erstmal Zeug Ja, wegschmeißen ja. oder aussortieren und dann anfangen. Das heißt, ich hatte mir jetzt geplant, ich habe die E-Books noch nicht gekauft. Das sind zwei E-Books, die Bestseller sind. Die werde ich mir dann wohl die Tage kaufen und mal zu Gemüte führen. Ob ich das umsetzen kann, ist was anderes, aber es ist wohl im Vorwort, das kann jeder und dann kann auch jeder Ordnung halten. Ja, aber kaufst du die Und als bei mir ist es E-Book, einfach, bevor die ich. nachher auch rumliegen? Richtig, genau. Gibt auch einen eigenen Artikel, kann man Bücher wegschmeißen, weil es gibt natürlich Leute, die haben, also auch ich würde sagen, ich habe annähernd 20 Bücher, wo ich sage, ich lese die eh nie wieder, aber Momox. trotzdem nicht übers Herz bringen, die einfach auf ein Altpapier zu schmeißen. Verkaufen. Also, Also, kennst du ja, aber Momox? macht ja auch wieder Arbeit. Aber kaum Ja, Arbeit. Du das ist. scannst die mit einer App ab und dann steht da, was du kriegst und dann weißt du, lohnt sich's oder nicht. Und Versandetikett kriegst du auch Ja, von denen. 1,95 pro Buch oder was? Ja, ich hatte Das das mal kommt aufs kurz Buch an, reingeschaut. Ja, da sind. aber besser wie wegschmeißen ist es immer noch. Naja, jedenfalls, was ich jetzt zusammenfassend erzählen wollte, ich bin eher der Sammler und es fällt mir eher schwer, mich von Zeug zu trennen. Aber es ist irgendwann einfach, man muss sagen, es muss Zeug aussortiert werden. Und wenn es verkauft wird, aber es muss weg und es muss ein bisschen Ordnung gemacht werden. Und das ist so ein bisschen, wo ich gerade am Selbstreflektieren bin, da muss ich irgendwas tun, aufräummäßig. Ich Ja. weiß nicht, ob das jetzt für die Hörerschaft jetzt hier einen Mehrwert hat, aber ich habe das gesagt, jetzt erzähle ich das jetzt mal. Ja, warum denn Dass ich nicht? da Also. eventuell mal einfach eine. Genau, wir kamen über die Sache Verkaufsagenten. Und da bräuchte ich tatsächlich noch jemanden, wo ich sage, ich habe hier 3 Kisten mit Flohmarktzeug, so als Beispiel. Ich habe keinen Bock mehr, die Arbeit selbst zu machen. Da, verkauf Ja, mal. Weißt du, so jemand dann bring täte ich mit. tatsächlich suchen. Ich zitiere hier mal das Buch. Ich habe hier die Leseprobe im Internet gefunden. Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen, sagt ein japanisches Sprichwort. Ja. Ja, soweit, so gut. Dann mach mal. Ich bin gespannt. Kannst du ja mal erzählen, ob das geklappt hat? Aber wenn es dir um Verkaufsagenten mangelt, ich habe schon viel in eBay verkauft. Bring einfach mal mit. Das Ach ja, das ist ist nicht so nämlich bei der mir das Akt. komplette Gegenteil. Ich habe ein oder zwei Gegenstände. Also bei eBay Kleinanzeigen schon ein bisschen mehr, aber bei dem tatsächlichen eBay so richtig mit Versand und so, ich glaube, da habe ich zwei Gegenstände im Laufe von 10 Jahren, wo ich auf eBay bin, verkauft. Mehr Ja. nicht. Und ich habe dafür keine Erfahrung und ich weiß nicht, diese ganzen Paketportopreise und was noch alles. Also Ach du, das ist nicht ich schwer. Du musst dir eigentlich bin da nur. zu faul auch für, wo ich sage, ich bin meine Zeit ist mir da großartig zu schade. Kann Ich man möchte hier. das jemand machen lassen. Kann ich hier sehen, wie viel ich schon in eBay verkauft habe?
Ich glaube, aber ich weiß nicht, das ist nicht relevant. Ich glaube, wir sollten mal langsam wieder Also ich zu mache einem das anderen Thema regelmäßig, wiederkommen. dass ich, wenn ich irgendwas kaufe, ausprobiere es im Das Zweifel ist dann die nur wieder Problematik am verkaufe. Laberstall, ne? Wir schwanken dann auf unsere Themen ab und dann fällt einem ein, ach so, der Apropos schwanken, Hörerschaft, wir müssen noch Wein trinken. ist das der Hörerschaft eigentlich noch interessant? Klare Antwort, nein. Ich muss schon sagen, der Wein ist echt gut. Ist edel, also es ist eigentlich schon zu schade zum normal wegtrinken, aber die Flasche ist jetzt so lange schon von mir geöffnet hier. Ja, dann Die muss muss sie auch ich tatsächlich getrunken jetzt mal werden. leer machen. Und meine hat auch nur noch die Ist so, ist Hälfte. so. Aber ich habe irgendwo von dir, glaube ich, noch eine Flasche bekommen, die Ich einfach hatte immer 4 Stück von dem tatsächlich mal, mitgebracht. ja, dass ich die einfach mal aufhebe Ja. für gute Anlässe. Also der ist ja von 2006. Der wird auch noch ein paar Jahre durchhalten. Das ist korrekt, der hat sich richtig gut erhalten, richtig, richtig gut. Und wenn man noch halbwegs So, lagern kann. Ja. was wollen wir denn noch reden? Du hast eben über deinen Sammeltrieb erzählt und du hast ein Ah, ich weiß, wo Tonbandgerät. es hinläuft. Genau. Also den nächsten Ich bin ja Staubfänger immer in die Bude stolz. gestellt. Ja, das ist typisch, diese Kritiker immer. Aber ich darf ja Oh, nicht das sagen, muss bei mir ich. sah es ja früher selber so Genau. aus. Richtig, genau. Nee, 0 € dafür. Ich habe mit dem, der hat mehrere Tonbandgeräte und der hat mir das Ding quasi einfach geschenkt und der hat gesagt, ich kann ihm da im Ausgleich noch mal jemand anderen vorstellen. Der wollte, also das ist so ein ganz extrem Bastler und Repariermensch. Der kann wirklich, der kann dir alles von den 50er Jahren bis in die 90er kann der dir ohne Probleme reparieren. Er sagt selbst, er ist Spezialist für alte Geräte. Das heißt, da braucht man von Geräten von 2015 oder von heute gar nicht erst kommen. Das ist nicht mehr seine Welt. Aber wenn es alles im Bereich irgendwo von den 50ern bis 90ern, wie ich gesagt habe, wenn das ist, der kriegt das repariert. Und im Idealfall in 2 Minuten, so ist heil. Also es ist genial, der ist ein Reparaturgott. Jedenfalls sehr vieles von den Sachen, die er daheim hat, das ist nämlich nochmal ein krasserer Sammler als ich bald, möchte man sagen. Hat er vom Schrott oder entsprechend vom Sperrmüll oder durch irgendwelche anderen Leute eh schon geschenkt bekommen. Das heißt, das Tonbandgerät, was ich jetzt hier habe, hat er wahrscheinlich auch gar nicht mal Geld für bezahlt. Egal. Ich habe das jetzt hier. Das ist ein Telefunken Magnetophon 75. Magnetophon ist eine Reihe. Das hat angefangen, ich weiß nicht, mit Magnetophon 60 oder noch früher. Das hat tatsächlich nichts mit dem Produktionsjahr zu tun, weil das Magnetophon 75 ist nämlich ab 1962 gebaut worden, glaube ich. Und es ist also ein Röhrengerät. Also es hat tatsächlich noch mehrere Röhren, also nur analoge Technik drinne und einen Monolautsprecher. Kopfhörerbuchse und externe Lautsprecherbuchse ist auch schon dran, beziehungsweise eine Mikrofonaufnahmemöglichkeit, dass man sowohl von Radio als auch von Mikrofon extern schon aufnehmen kann. Das ist eher als Reise. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist nicht ein Gerät, was man auf dem Schrank stellt, sondern das betreibt man quasi liegend. Ist ein Koffer, ne? Es hat einen Deckel, es ist ein Koffer, genau. Es hat einen Deckel wie eine Reiseschreibmaschine, kann man sich das vorstellen. Das wissen jetzt natürlich die Kinder von Kann heute man auch sich nicht. Also das ist vorstellen, ja dann, genau, wollte gerade wollte ich gerade sagen. sagen, dann googelt das gefälligst. Ich habe gerade auch mal das Magnetophon 75 gegoogelt und da findet man schon Bilder, Genau. die gut zeigen, dass das Alles, einen Griff genau. hat und einen Deckel. Ist alles, genau. Das ist also ein Tragegriff und ein Deckel. Es ist aber, wie gesagt, ausschließlich in der liegenden Position zu betreiben, nicht stehend. Erstmal würde es auch, glaube ich, gar nicht stehen bleibend. Und außerdem Nee. ist da drinnen ja ein Schwungrad. Das läuft immer. Tonband war immer liegend. Du steckst also den Ton. Nee, es gibt auch Ja, stimmt, es gibt Standmodelle, auch die sind stehende, für ja, so ein. doch, ja. Aber die Es sind dann kommt drauf an, wie entsprechend das drauf vom Hersteller gebaut. gedacht wurde. Ja. Genau. Und also du schaltest das Gerät also am Hauptschalter ein, dann dreht sich ja dann ein Schwungrad dauernd. Ich weiß nicht genau, wie es richtig heißt, aber das dreht sich dauernd. Und wenn du das Band wiedergeben willst, dann kuppelst du lediglich ein. Also während du schon den Hauptschalter einschaltest, was in diesem Fall hier ein Kombischalter ist, mit Lautstärke an aus, dann fängt dieses Ding schon an zu drehen. Ich sage mal, Geräusche sagen mehr als Worte. Ich Ja. drehe jetzt den Mikrofon schon mal weg, stecke den Stecker ein. Ein Stecker interessanterweise ohne Schutzkontakt. Ja, das war So. früher normal. Und drehe jetzt hier mal ein bisschen Ruhe. So. Jetzt hat die Röhre
heizt jetzt hier auf. Mir wurde gesagt, etwa so 15 Sekunden. Das ist normal. Also ich habe hier noch so ein uraltes Röhrenradio. Das braucht auch einen Moment nach dem Einschalten, bis das kommt. Hätte ich jetzt gleich Wiedergabe gedrückt, dann wäre die Wiedergabe sehr, sehr leise gewesen, bis das dann plötzlich so ein kleines Geräusch oder beziehungsweise das wird dann plötzlich lauter. Dann hat die Röhre sich aufgeheizt. Es ist tatsächlich mein allererstes Röhrengerät. Ich habe noch nie vorher was mit einem Röhrengerät zu tun gehabt. Und Gregors Gerät hat das auch, das magische Auge. Das also bei ihm ist es beim Radio so, wenn die Frequenz klar gefunden wurde, wurde dann, glaube ich, nochmal indiziert, dass dieser Sender richtig eingestellt ist. Die Empfangsstärke konntest du sehen und das ernährt sich von beiden Seiten der Mitte und wenn es in der Mitte trifft, ist es am besten. Und je größer der Abstand dazwischen ist, desto schlechter ist es. Ach genau das habe ich jetzt aber bei mir auch. Aber die haben sich bei mir nie berührt bisher, da war immer so eine Erbse-Abstand dazwischen. Ah, okay. Nee, das ist, es gibt das magische Auge und das hatte der Vorgänger von diesem Magnetophon, den gab es in verschiedenen, also den 75er Modell. Ich habe jetzt die Revision da und das ist sogar das Magnetophon 75 Deluxe, weil das hat so ein bisschen so goldumrandete Drehknöpfe und das hat den Nachfolger vom magischen Auge, nämlich das magische Band. Man möge das alles selbst im Internet recherchieren. Das magische Auge war rund und das magische Band ist dann eher so ein. Da nähern sich dann auch zwei Linien an und wenn der Pegel optimal ist, dann ist eigentlich nur noch ein ganz kleiner Abstand zwischen diesen beiden Linien. So kann man das sagen. So, was man jetzt also hier hört, ist jetzt also das sogenannte Schwungrad. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, wie man in der Kochsendung sagt. Und dann hat mein Radio aber auch ein magisches Band und kein Auge. Ah, okay. Das ist der Nachfolger vom Auge, zumindest jetzt. Bei deinem Gerät war das nicht auch ein Telefunken? Ja. Das ist ein Telefon. Ist das nämlich ein Patent von denen wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Magnetbänder bereits eingespult. Man hat ja ein Leerband, was man auf die rechte Seite tut und das bespielte Band auf die linke Seite. Das ist ein, dieses Band hat zwei Spuren und es gibt auch Bänder mit bis zu vier Spuren. Ist alles noch ein bisschen neu für mich. Das kommt dann alles auf die Abtastung an, was ich mir sagen lassen habe. Wenn man ein Band mit bis zu vier Spuren hat, dann kann man je nach A- und B-Seite und je nach Abtastung des Bandes eine Gesamtlänge von Automaterial bis zu 16 Stunden auf ein großes Band bekommen. Das ist schon sehr faszinierend. Also ich kenne das noch von Kassetten früher. Du hast ja auf einer Kassette hast ja auch vier Spuren. Eigentlich zwei Stereospuren für jede Richtung, also A-Seite, B-Seite. Aber du konntest auch zum Beispiel entweder als vier Monospuren oder als eine Vierfachspur. Da hat sich dann entsprechend die Audiolänge verdoppelt oder halt halbiert. Und so geht das da ja auch. Ja, ich habe jetzt hier so Standardbänder, sage ich jetzt mal. Ich habe ja hier die Original BASF-Spulenband habe ich noch hier. Magnetophonband steht hier von BASF. Genau, 360 Meter, Double Play Take, Doppelspielband. Mit einer Lauflänge von, wo stand das jetzt hier? Ich glaube, 1 Stunde 30. Ah doch, also 90, ja. War ja bei Kassetten auch irgendwann so der Standard, 90 Minuten. Ach so, das kommt natürlich auf die Abspielgeschwindigkeit, sehe ich jetzt. Natürlich, wenn du schneller abspielst, dann geht es schneller. Bei 4,5 cm pro Sekunde 2 Stunden je Spur und bei 9,5 cm pro Sekunde 1 Stunde je Spur. Bei 19,5 cm pro Sekunde halbe Stunde je Spur. Die Geschwindigkeiten haben was damit zu tun, was für eine Qualität du erreichen willst. Wenn du es langsamer abspielst oder langsamer benutzt, dass mehr drauf geht, wird die Qualität etwas schlechter. Wenn du aber für mehr Band für die gleiche Zeit brauchst, also schneller aufnimmst und abspielst, wird die Qualität besser. Das ist da so der Unterschied. Das ist wahrscheinlich auch nochmal, wo du gucken musst, was möchte ich aufnehmen? Ist das jetzt Sprache oder ist das jetzt Musik oder ist das jetzt tatsächlich, wo ich ja, oder was hast du vor damit? Ja. Früher wurden ja was auf. Dann steht hier noch drauf. Ja. Ja, bitteschön, sprich du. Was auf Schallplatten kam, wurde ja auch auf Tonband vorproduziert. Und das musste ja dann erstmal eine super Qualität haben, um es dann zu übertragen. Ja. Da hast du natürlich dann schnell aufgenommen. Wenn es nur irgendwie mal Dokumentation der Radionachrichten ist, ja, dann kannst du es auch langsam, damit mehr drauf geht.
Jetzt steht hier auf dieser, wie gesagt, die Originalpackung, die ich hier noch habe, steht jetzt hier noch drauf. In der BRD und in West-Berlin sind bei Aufnahme von Literatur und Musik etwa bestehende Urheber- und Leistungsschutzrechte zu beachten. Ja, gut, das stand. Würde ich ja also interpretieren, dass es in der DDR solche entsprechenden Leistungsschutzrechte nicht gab, oder wie? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann alles aufspielen und ab. Ja, das interpretiere ich aber als Rückschluss auf diese. Der Hinweis war immer dabei. Du hattest auch früher, wenn du ein Radio gekauft hast, war der grundsätzliche GEZ-Anmeldebogen dabei. Das war halt früher so. Naja, also mein Band ist jetzt, ich habe das eingespannt, ich habe die Leerspule eingespannt und das Band ist schon auf der Mitte, ich hatte da schon ein bisschen gehört. Das sind jetzt irgendwelche alten Radioaufnahmen. Wir hören mal ganz kurz rein, wir müssen ja auch die entsprechenden Leistungsrechte beachten. Ja. Das heißt, wir spielen das jetzt mal kurz an, ich Mach kuppel an. Das also jetzt ein. Ach so, ganz kurz noch schon mal. Zu dem Thema Einkuppeln da drin, dass das Band dauernd läuft. Wenn du normalen Tonband anmachst oder eine Schallplatte. Das Band nicht, das Schwungrad. Das Schwungrad, wenn das erst anläuft, wenn du schon Play drückst, dann machst du einen Effekt. Wenn das aber schon läuft und du nur noch einkuppelst, ist es sofort da mit der richtigen Geschwindigkeit. Das wird den Grund haben, warum das dauernd läuft. Es gibt nämlich auch Tonbandgeräte, die dann erst einschalten oder Plattenspieler, die dann erst anlaufen. Da hast du dann dieses und am Ende. Ja, also ich, wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da in diesem Bereich ein ganz großer Anfänger. Ich habe das Gerät auch noch nicht aufgeschraubt, um mir das anzuschauen. Du hast da auf jeden Fall einen entsprechenden Riemen drin, das weiß ich. Der Riemen wird dann verbunden mit diesem Schwungrad und da kannst du auch an einem Rädchen jetzt hier die Geschwindigkeit einstellen. Mir wurde allerdings gesagt jetzt von dem Vorbesitzer, dass ich die Geschwindigkeit bitte nicht umstellen soll. Also es passt mir die Aufnahmen nur so nicht. Da drauf. Ach so. Nein, lass mich ausreden. Ja. Der Riemen ist wohl so eng gespannt, dass wenn ich das umstellen würde, das dann reißen würde. Das heißt, ich habe jetzt hier die Geschwindigkeit 9,5 eingestellt und die andere Geschwindigkeit wäre 4,75. Also und wenn ich das jetzt wohl ändern würde, ich weiß es nicht, dann würde wohl, hat er gesagt, mach das nicht, dann kreist das Band. Also der Riemen da drin. Aber tatsächlicherweise, wenn eine kurze Internetrecherche hat, ergeben, dass es noch jemanden gibt, der vielleicht auch als, naja, natürlich als Neuteile Ersatzriemen vertreibt. Also du kriegst tatsächlich noch für diverse alte Tonbandgeräte, Riemen ist ja auch entsprechend nur Gummi. Ja, das wird porös, finden, ja. Das passend fertigt. Ja. Genau, und dann wird das, kann das da einen aktuellen Riemen reinmachen. Ja, wie gesagt, das Ding hat eine Aufnahmefunktion, es hat eine Wiedergabefunktion. Aufnahme kann man hier nochmal umstellen zwischen Mikro und Radio. Das ist wahrscheinlich, hat das was mit dem Pegel zu tun. Ja, welchen Eingang er vor allen Dingen benutzen soll. Und ich Mikrofon ist wahrscheinlich mit Vorverstärker noch. Ich kann dir dazu nichts sagen. Das ist alles für mich noch da ganz kann neu. Ich dir ein bisschen erklären, deswegen. Ich hatte ja auch mal ein Tonbandgerät. Ich wollte. Tja. Und das hat sich dann, da hat sich dann der Riemen irgendwie erwärmt und ist dann da rausgeflossen und hat sich auf meinem weißen Teppich ausgebreitet. Und das war eine Riesensauerei. Oh nein. Und danach war das Thema Tonband bei mir wieder vorbei. Das und heißt, ich habe das Gerät auch nicht restaurieren, oder wie? Ach, das war alles verklebt innen drin. Der hat sich so aufgelöst und hat da alles vollgesabbert da drin. Also ich weiß nicht, also da, das hätte viel sauber machen. Ist es dann wirklich auf den Schrott geflogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Das war aber zu meiner Kindheit. Und da sich der Riemen aufgelöst hat und ich es eh nicht mehr benutzen konnte. Oh, da hat sich die Mutti gefreut, hä? Da den Fleck da. Ja, das... Der Fleck ging auch nicht mehr raus. Es war halt flüssig gewordenes Gummi, was ich im weißen Teppich, wo das dann noch besonders da gut sieht. Da hilft nur noch rausschneiden. Ja, aber dann wäre ja da auch ein Loch gewesen. Naja, war dann halt so. So, kuppel doch mal ein. Genau. Oder drück mal Play. Jetzt noch mal das Mikrofon richte ich jetzt nochmal aus in Richtung des Mono-Lautsprechers. Ja, das klackert noch so richtig schön. Da kann ich jetzt hier entsprechend spulen. Das würde sich dann so anhören. Und wieder da. Interessant. Ah, das klackert alles noch. Und wie viele Tonbänder hast du jetzt dazu bekommen? 4. Hast du da schon überall mal reingehört, was da so drauf ist? Nicht alle, also auf dem, was ich jetzt hier habe, das müssten irgendwelche Radioaufnahmen sein, allgemein, das ist, die Aufnahmen könnten tatsächlich
Naja, nicht ganz so alt wie das Gerät, aber das ist bestimmt aus den 70ern. Das ist noch so eine Art Gong dazwischen. Oh ja, im Radio das Gong Dampfradio. Verwendet, das hat man ja schon lange nicht mehr gemacht zwischen den Liedern. Das wurde versucht ab und zu rauszuschneiden, das ist nicht so ganz gelungen. Und auf zwei Bändern, oder beziehungsweise auf dem einen, auf der A- und B-Seite, sind tatsächlich für zwei verschiedene Pumuckl-Hörspiele dabei. Oh! Das ist ein Hörspiel von Pumuckl. Das ist. Habe auch schon rausgefolgt, welche Folgen es sind. Das ist einmal der April-Scherz. Und das andere war irgendwas. Jetzt muss ich mal. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Jetzt muss ich mal gerade in meine Podcast-App gucken. Es gibt nämlich den Pumuckl. Ich mache das jetzt hier erstmal wieder aus. Ja. Klack. Den Pumuckl gibt es ja mittlerweile. Ja. Ja, ich lasse mich ganz kurz noch mein Thema beenden. Ja. Das ist, es verursacht Geruch, das Gerät. Das riecht nach alter Elektronik hier. Macht das Radio aber auch. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe das Ding mal angehabt für 3 Stunden und ich hatte nicht gelüftet in der Wohnung. Ich sag mal so, es wurde mir so ganz, ganz leicht duselig, wo ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie so ganz gesund, kann das nicht sein. Es ist aber nicht, dass es gefährlich riechen würde oder dass es verbrannt riechen würde, aber es ist irgendwie so eine Art Wärme, die da als Geruch rauskommt. Also, ja ist halt, das ist halt einfach nicht mehr das Jüngste. Ich habe es jetzt wieder ausgemacht. So, bitteschön, zu dir und dem Pumuckl. Ja, den Pumuckl gibt es mittlerweile als Podcast. Also zum einen hat ja der Bayerischen Rundfunk hat ja die Fernsehfolgen nochmal wieder aufgearbeitet und strahlt die, ich weiß gar nicht, ob die noch laufen, auf jeden Fall liefen einige und ich hatte einige aufgenommen. Gibt es die Hörspiele jetzt auch als Podcast? Und ich habe gerade geguckt, Pumuckl und der 1. April ist hier drin. Also ja. Müsste man mal vergleichen vom Tonband zu der Podcast-Version. Das würde mich ja dann doch mal interessieren. Beziehungsweise klingt das wahrscheinlich als Tonband eh viel schöner. Ja, wir müssen mal eine Art Spezialsendung machen hier, alte Technik, wo wir vorführen, was wir so an alter Technik da haben. Da kann und ich ja auch noch ein bisschen mithalten. Ja, eben. Das, wir könnten, was wir mal machen könnten, so eine fixe Idee von mir. Wir könnten mit deinem Tonbandgerät mal eine Folge Laberstall auf Tonband aufnehmen und dann als zwei Downloads online stellen, einmal die gute Qualität und einmal die Tonbandqualität. Ich könnte mir vorstellen, dass es oder, Leute gibt, die würden das lieber hören. Oder ein Postservice nach dem Motto, sie wollen eine Bandaufnahme von dieser Sendung haben, dann senden sie Porto in einem Umschlag an und dann kriegen sie das Band per Post. Aber das ist sehr begrenzt. Also gut, derjenige, von dem ich das her habe, der hat wörtlich gesagt, ich zitiere, ich kann dich mit Bändern zuschmeißen. Oh, also der hat einen ganzen Schrank voll Bändern, die er tatsächlich auch nicht mehr alle braucht. Also wenn ich jetzt wirklich gewollt hätte, ich brauche 20 Bänder, dann hätte er mir die auch gegeben. Die nächste Folge also, Laberstall auf dem Band. Daran soll es nicht liegen erstmal. Im Laberstallversand. Ja, warum denn nicht? Nee, aber das, da würde ich gerne auch mal mit rumspielen. Also irgendein Band, was wir überspielen können. Und dann kann man das ja hier mal am Rundfunkmischpult anschließen oder sowas. Ja, oder wir sichern erstmal die Originalaufnahme ja, auf das digital und kann man sie später wieder analog zurückspielen. Und wir wissen ja selbst, bei digital gibt es erstmal keinen Verlust. Das hört sich dann immer noch so schön schlecht an wie vorher, wenn man es wieder zurückspielt aus Band, beziehungsweise noch schlechter, weil jedes Band ist natürlich auch nochmal für die Kinder von heute. Ja. Magnetbänder, wie sich die Tonbänder auch genannt werden, werden mit jedem Bespielen und jedem Abspielen, aber vor allem beim Bespielen, ein bisschen schlechter. Also es nutzt sich ab, das Band. Also wenn man ein Band 50 Mal bespielen würde und du hast ein ganz neues Band im Vergleich und man hört sich das Band an bei neu und beim Dings, dann hört es beim 50 Mal bespielen. Das hört sich wirklich wesentlich schlechter an. Das hat mit der Magnetisierung zu tun. Das ist einfach, diese Bänder werden ständig magnetisiert und entmagnetisiert und irgendwann sind diese ganzen Magneten, die wollen das alles nicht mehr so. Es entmagnetisiert sich selbst. Ja, deswegen auch nochmal einen ganz kurzen geschichtlichen Schwank, wie das funktioniert, das Bespielen eines Tonbandes. Es ist ein sogenannter Löschkopf. Mhm. Also bei einem bespielten Band geht beim Aufnahme auf dieses Band, ich will jetzt was Neues aufnehmen, zunächst der Löschkopf drauf. So, jetzt habe ich mal gewusst, wie viel Herzfrequenz das waren, aber dieser Löschkopf spielt ein Brummen oder einen Ton drauf, der für das menschliche Ohr erstmal nicht hörbar ist. Das heißt, der bringt die Magnete durcheinander. Bringt das Band erstmal in eine Art Grundstellung, wo das alte nicht mehr drauf ist. Und dann kommt der Aufnahmekopf und der magnetisiert entsprechend die kleinen, nennen wir es jetzt mal Magnetpartikel, auf diesem Band neu, so
mit dem, was man eben darauf bespricht oder was man an Musik einspielt. Physikalisch habe ich da nicht so viel die Ahnung. Das geht jetzt eher technisch in die Richtung. Also was ich einfach zusammenfassend sagen wollte, ein Band, sei es jetzt eine ganz normale Kompaktkassette, als auch ein Tonband oder alles, was in dem Sinne magnetisch funktioniert, wird schlechter mit den Jahren, beziehungsweise mit entsprechender Benutzung von Abspielung und Aufnahme. Also eine Digitalaufnahme hat das heutzutage nicht mehr, dass es nach 300 Mal Abspielen einfach schlechter ist. Kann auch sein, dass man die alten Aufnahmen dann nochmal durchhört. Gab vom Deutschlandfunk jetzt ein Feature über die Kassette. Und darin wurde zumindest dieser Aufnahmeprozess im Technischen auch nochmal erklärt. Das ist ja bei der Kassette jetzt nicht so viel anders wie beim Tonband. Das ist ja auch nur ein Nee, Tonband, natürlich nur nicht. dass es seine eigene Verpackung schon mitbringt und alles ein bisschen kleiner Die ist. MC, die Musikkassette, die war damals einfach die Weiterentwicklung des Tonbands, nur so sogenannt foolproof, also Ja. einfach idiotensicher, weil du konntest es nicht falsch einlegen, du musstest nicht mehr selbst was fädeln Ja. und einfach einlegen, Wiedergabe, während du ja tatsächlich gucken musst beim Tonband, du hast ja das Band fasst du ja an, dass du das nicht anfasst, da wo das schon bespielt wurde, dann, dass du das richtig rum einfädelst, dass nichts verdreht ist. Also da musst du schon gucken, was du da tust. Während, wie gesagt, bei einer Musikkassette, das kriegt auch noch ein heutiges Kind, was jetzt heute 5 Jahre Ja. ist, kriegt das hin, einlegen, Klappe zu, Wiedergabe drücken. Das war natürlich ein ganz schöner Sprung. Wobei es dann Leute gibt oder auch Artikel, die sagen, die Qualität oder auch die Haltbarkeit von den echten Bändern ist besser als Ja, eine wollte ich Musikkassette. gerade sagen, dadurch, dass das ja so viel Ist ein breiter besseres Spektrum. geht viel besser da drauf. Also Musikkassette ist klanglich jetzt nicht so das Beste. Wenn du es noch hergestellt, aber hauptsächlich nur noch für Kinderhörspiele. Aber ich weiß jetzt, was damit gemeint ist. Ich hatte mal eine andere Aufnahme gehört, jetzt hier durch dieses grottenschlechte Popgedudel, was wir gerade hatten, was die Leute sagen, Analogtechnik klingt anders, klingt besser Ja. oder auch Röhrentechnik. Es ist einfach so. Es ist eine gewisse, wenn du eine gute Aufnahme auf einem Band hast, dann hörst du, dass eine gewisse Klarheit, die du mit den digitalen Geräten oder von der CD nicht erreichen kannst. Also es ist natürlich jetzt, das, was ich jetzt hier habe, das Magnetophon 75, ist natürlich damals auch in Anführungsstrichen ein Low-Budget-Gerät gewesen. Ich glaube, der Neupreis war 450 Mark. Das war ja nicht Hat man sich natürlich eben auch nicht mal geleistet, aber es war tatsächlich kein Profi- oder kein Studiogerät, aber es war ein Gerät für den Hauptgebrauch. Auch nochmal, ich hatte mich da ein bisschen eingelesen, Wikipedia-mäßig oder anderswo, deswegen kann ich das jetzt hier sagen. Im Jahr 1965 ungefähr war der Höhepunkt für Telefunkengeräte zum Beispiel 45% aller deutschen Haushalte hatten ein Tonbandgerät. Och, Das muss man sich mal doch auf der so Zunge viele. zergehen lassen. Ja, das ist eine unheimliche Verbreitung. Mitte der 60er war der absolute Höhepunkt von diesen Geräten, von diesen nicht Magnetophon 75, sondern allgemein der Reihe, glaube ich, gewisse Geräten wurde 4,5 Millionen Mal produziert. Also Ja. das, was ich jetzt hier habe, das ist definitiv nichts Seltenes. Es sieht jetzt erstmal toll aus mit Deluxe und so, aber es ist ein Allerweltsgerät gewesen, beziehungsweise ein Gerät für den normalen Hausgebrauch. Also jetzt nichts, wo man sagen würde, boah, mega selten, wenn ich das verkaufen würde, würde ich 400 Euro bekommen. Eher nicht. Aber du Und das kriegst ist vielleicht natürlich mal auch in der Qualität Ersatzteile. noch merkbar. Wenn das mal kaputt gehen würde oder irgendwas, Ja, du kannst würdest du dir es auch jetzt für kaputt 40, verkauft kriegen 50 oder Euro so? kannst, vielleicht, aber du kannst dir ja vor allem für 40 Euro oder was vielleicht ein bisschen mehr ein Hm. kaputtes kaufen und Ja, den eben. ausschlachten. Ja, das ist dann Neue an so Teile viel gebauten gegebenenfalls Geräten reinbauen. wieder der Also, Vorteil. Du, was mir ja, gerade das ist also einfällt, dieses. wir haben ja in Marburg bei Radio Unerhört in den Studios auch Profi-Tonbandgeräte. Vielleicht zum Digitalisieren deiner alten Tonbänder könnten wir das da machen. Dann geht da nicht nochmal was verloren. Aha, Oder zumindest auch ja. testweise dann da mal aufnehmen. Ich meine nämlich, die sind auch so angeschlossen, dass sie aufnehmen können. Und dann Das das ist gut. noch bessere Signal natürlich dann auf deinem Gerät mal wiedergeben und dann allein noch mal den Unterschied hören. Also Ja, richtig. da hätte ich schon Ideen, was Vor man allem, wir damit können mal ja testen unsere könnte. Experimente ja mal aufnehmen, die wir da so machen. Also mit, dass wir ein Mikrofon anschalten und die Aufnahme einfach mal laufen lassen und dann mal gucken, was draus wird. Vielleicht kann man ja irgendwann mal was dazu veröffentlichen, weil dass man auch direkt mal einspielt, das war jetzt die Aufnahme vom Magnetophon 75 von dem gleichen Band und jetzt das gleiche Band nochmal mit dem Studiotonbandgerät und Naja. das
Also ich finde das Konzept sehr lustig und ich finde, da könnten wir aus Spaß mal was machen. Wir können vor allen Dingen da in dem Studio mal eine Folge vom Laberstall aufnehmen, währenddessen was aufs Band sprechen, zurückspulen, abspielen auf dem gleichen Gerät und das Band dann Ja. mal rausmachen in dein Gerät, Mikrofon davor und da nochmal abspielen. Also Da da. haben wir dann auch nicht die Problematik mit dem Copyright, weil ich musste jetzt Ja, eben. leider aufgrund unserer ganz bekannten Regelungen wegen Musikrechte und was, musste ich jetzt das Band nach Scheiß kurzer Zeit wieder GEMA. stoppen. Ich hätte, ja, das ist alles dieses ganze Gedudel da, dass ich da nicht einfach mal ein Lied abspielen kann, was sowieso schon 60 Jahre alt ist. Wann verfallen noch mal die Rechte? 70 Jahre oder was war 70 das, wo man Jahre sagt, ab nach da an dem darf das? Tod. Ja, okay. Also wenn der Dann Künstler, der müsste ich das, jetzt, wenn alle genau, müsste ich jetzt zu Beteiligten einer. des Liedes tot sind, da sind ja dann mehrere Beteiligte, wenn die tot sind, 70 Jahre später, dann ist Ist es ein erst gutes gemeinfrei. Telefunkengerät, das hält auch noch 50 Jahre. Das stimmt. Also Dann können wenn wir. wir irgendwann mal Nee, alt und senil jedenfalls. sind, dann können wir es, dann haben wir aber Ich hätte jetzt vergessen. gerne das gerne mal 2 Minuten oder 3 Minuten in unserer Sendung mal laufen lassen, dass man einfach hört, so Weißt du, tut sich was das wir an mal vom suchen können in Tonband deinen her, aber. Tonbändern? So Radionachrichten, wenn sowas irgendwie noch drauf ist, da kräht doch kein Hahn nach. Und dann mal Ja, vielleicht, eine aber ich uralte vermute ja damals, Nachrichtensendung. die Leute, die das auf Tonband sich Musik aufgenommen haben, die haben das ja genauso geschnitten, dass da eben keine Nachrichten dabei sind. Die haben die Aufnahme dann gedrückt, wenn das Lied angefangen hat und dann wieder Stopp gedrückt, wenn das Lied vorbei ist. Das ist tatsächlich auf diesem Band, weil man musste ja Band sparen, was man ja auch als heutzutage nicht mehr kennt. Naja, richtig. Einfach gesagt, ich musste da so viel draufbringen, wie geht. Und das glaube ich jetzt weniger, dass ich da tatsächlich noch Moderation oder Nachrichtensendung Müsste finde man von halt irgendwie jetzt. durchhören Aber das, dafür, ja. ich höre sie alle mal durch. Ich habe da die Zeit demnächst und dann Aber schreibe ich mal auf, was bei welcher Position ungefähr zu hören ist. auf jeden Fall sollten wir die Pumuckl-Hörspiele sichern und mal die mit den Podcasts vom Bayerischen Rundfunk vergleichen. Ja, auf jeden Ob das Fall, die gleichen richtig, genau. Aufnahmen sind, nur halt nochmal bearbeitet fürs Digitale. Das Vor würde allem mich mal kann man dann mal interessieren. vorspielen, was ist, wie hört sich eigentlich Remastered an im Ja. Vergleich zu, das war wirklich der Klang der 60er, ja. Ja. Also. Pumuckl war ja am Anfang auch nur eine Radioserie. Und danach kam er erst ins Am Fernsehen. Ende ist die Aufnahme, die ich hier habe, sogar tatsächlich vom Radio aufgenommen. Also Das würde quasi ich mal bevor das behaupten, dass Hörspiel in den Handel kam. das kann sein. Das könnte man ja vielleicht hören, ob davor noch irgendwie so Also aufgrund der fitzelige Logos Nachrichten von oder den sowas ist. Bayer BASF-Bändern, die ich hier habe. Wie gesagt, ich habe jetzt die Packung hier, das ist leider kein Jahr markiert. Aber wenn ich jetzt hier schon lese, von wegen in der BRD und Westberlin und allgemein von der Logo-Aufmachung, ich hätte jetzt gesagt, die Bänder sind Ja, das. neuestens von Anfang der 70er, neuestens eher 14 Mark hat das Band hier gekostet. Siehste, es waren Ich auf hebe jeden was Fall mit Bänder, Hammer. die gekauft wurden zum drauf aufnehmen. Also geh mal davon aus, dass alles Musik, was du da hast, aus dem Radio aufgenommen wurde. Das Gehe ich stammt auch auch aus davon einer aus, Zeit, ja. wo viel aus dem Radio aufgenommen wurde. Ich habe das ja auch noch gemacht auf Kassette damals. Und dann Vor von der allem, wenn Kassette dein. noch in Rechner überspielt. Das waren schlimme Vor allem, wenn Zeiten. dein. Ich, ja, das ist. Vor allem was für Wir können Musik. uns. Ja. Ja, hat ja Spaß gemacht, aber wir können uns noch zu der Generation zählen, oder zumindest ich zähle mich dazu, zu der allerletzten Generation, die noch Musik von Radio auf eine Musikkassette aufgenommen hat. Und dann kam ja die CD. Also ich wurde genau wirklich in der Phase groß, wo nur noch mit CD gearbeitet wurde, wo es hieß, komm, Audio-CD hast du vielleicht nochmal für die Kinder, für ein Hörspiel. Ja, also wirklich Kinderkassetten. Als Hörspiel. Ansonsten machst du alles, was mit Musik oder was im Laden erscheint, kaufst du dir auf CD. Also die CD hat es in, wir reden jetzt von Mitte, Ende 90er, ist komplett die Kassette richtig verdrängt, während natürlich die CD ist jetzt auch damals noch, ist kein mega neues Medium gewesen, aber es ist einfach diese Verdrängungsphase wurde immer krasser, weil ich es miterlebt habe, wie in den Supermärkten eben die Regale mit den Musikkassetten verschwanden und nur noch CDs aufgetaucht sind. Das ist so Also, die Phase, wo ich groß geworden bin. Und da, wie gesagt, deswegen zähle ich mich jetzt zur allerletzten Generation, die noch, was ja unsere Eltern alle noch gemacht haben, entsprechend sich Zeug vom Radio auf Kassette aufgenommen. Völlig normal. Aber ich habe das noch gemacht und das ist dann, wo ich vielleicht schon 13 oder 14 war, ist das schon vorbei gewesen, weil ich dann wirklich nur noch CDs hatte. Ich hatte noch lange eine Audioanlage, die entsprechend das konnte mit Kassette, aber ich habe es halt nicht mehr viel genutzt. Also ich kann mich noch als Kind erinnern,
Es gab Kassetten zu kaufen, also insbesondere Hörspiele. Da war ich noch nicht so auf dem Musiktrip, aber ich bin ja ein paar Jahre jünger als du. Und ich habe noch bis Anfang der 2000er Jahre mit Kassetten Musik aus dem Radio aufgenommen und ja, die CD fast übersprungen, weil da gehört immer ein Computer noch dazu, um da irgendwie was zumindest drauf aufzunehmen. Und hab dann ja irgendwann auch direkt den Computer vom Radio aufgenommen. Und dann kam ja irgendwann das Internet und dann war ja Wollte ich gerade alles. sagen, dann war ja 2002, 2003 war ja die große Phase mit, wie hieß denn dieser komische Musikpiratendienst da, dieser ganz berühmte Oh da, ja, wo da es dann gab's ein hieß paar. Napster. Das war Ja. die Napster-Phase, genau. Da ging es dann los mit, ich stelle euch einfach mal Musik hier zur Verfügung, könnt ihr euch runterladen, was sich ja dann später zu einem Skandal oder beziehungsweise Die Anwälte hieß hatten ja gut dann zu alles tun. nicht so ganz legal, aber es war müsste in der Zeit gewesen sein, ne? Wenn ich mich jetzt nicht komplett Ja, täusche, im Bereich doch, ja. 2000 bis 2003, 4, naja, eher 2003, wo Napster bekannt und benutzt war. Auch ich weiß nicht, in Europa vielleicht nicht so ganz, aber da war dann wirklich die Phase, wo man sagte, ich krieg all meine Musik aus dem Internet und das auch noch kostenlos. War natürlich bei vielen dann die Moral auch runtergesetzt, wo es hieß, na guck mal, im Internet ist es ja kostenlos, ich gehe jetzt nicht in den Laden und hole mir die CD. Das war ja dann in vielen Köpfen verbreitet. Das lassen wir jetzt mal neutral, ob wir das befürworten oder nicht. Aber es war einfach mal, das war so die Phase, wo man gesagt hat, ich krieg das jetzt hier aus dem Internet in eine Art digitalen Qualität. Das war die nächste Musikrevolution für den normalen Benutzer, dass ich sagen könnte, ich konnte mir das auf meinen Minidisc-Player Ja. überspielen und Mini-Display. CD. konnte das dann auch mitnehmen, ja. Discman. Ja, aber da konntest du ja wieder, du musstest du ja deine CDR haben, wo du dann Ja, selbst gut, mit einem die Brenner gab's ja im bespielen musstest. Supermarkt an der Nicht alle Kasse. Leute hatten einen Brenner. Die waren aber Ja, sehr aber verbreitet, die Brenner. Also, 2002 ja, noch nicht, später, aber dann wo es etwas dann daran später. hieß, wir kopieren mal irgendwelche Filme und brennen Ja. uns wirklich unsere CDs fürs Auto. Aber das war eigentlich noch ein Stück später, wo es hieß, wir machen Musik-CDs für, ich glaube, die Phase mit Napster und erstmal auf dem PC haben. Das war dann noch vorher, bevor man sagte, ich mache mir eine CD, eine Mix-CD statt ein Mixtape. Also, es verschwimmt alles miteinander, aber ja. Das war dann irgendwie so der Nachfolger vom Mixtape, war dann irgendwie, ich brenne mir eine CD einmal die Woche und hab dann was. Habe ich auch noch gemacht. Einmal die Woche eine neue CD zusammengestellt. Da hatte ich noch eine CD-RW, also eine wiederbeschreibbare, die man löschen konnte. Writable, genau. Ja, Ja. war ja auch ein Kostenfaktor, vor allen Dingen als Schüler. Rohlinge waren Ja, nicht und immer dann so gab es ja billig wie noch. heute. Da bin ich auch in die nächste Phase der Problematik gekommen. Ich hatte dann ein Auto, das konnte keine MP3-CDs spielen. Das heißt, ich hatte dann wieder die Problematik, ich musste tatsächlich Audio-CDs brennen. Das war mir dann zu blöd. Da habe ich dann, glaube ich, irgendwie ein anderes Radio eingebaut, was das dann tatsächlich konnte. Aber das habe ich gedacht, das ist ein Auto von 2003. Das kann nicht mal MP3-CDs. Ach, ich glaube, Na, das das können hat mich sogar dann heute schon viele noch nicht damals richtig. sehr geärgert. Ja, und das ist jetzt wieder out. Also heutzutage neue Radios mit Autos. Ach, das hat noch einen CD-Laufwerk. Ist ja witzig. Ja, also das ist, jetzt ist schon wieder, auch im Bereich Spielekonsolen gibt es jetzt schon Spieler, das ist ja eher mein Metier, gibt es dann viele Spielekonsolen schon komplett ohne Laufwerk, wo man sagen, naja, klar, ich kann das Spiel doch komplett runterladen. Also die Phase des physischen Mediums läuft dann jetzt, also wir sind jetzt wieder in der Umwandlungsphase. Das physische Audiomedium verschwindet. Es sind sogar die Phase der MP3-Sticks, wo ich sage, ich habe jetzt hier einen Stick drauf mit Musik und den stecke ich woanders rein, um dann Musik zu hören. Selbst die Phase verschwimmt Ja. in Zeiten von Streaming bzw. Cloud, wo ich sage, ich greife einfach auf meine Cloud zu. Also kann man sich natürlich geschichtlich entsprechend durchlesen und sagen, wie fing es an, wie geht es jetzt weiter? Und wir sind immer in einer konstanten Wandlungsphase. Ja, eigentlich brauchst du heute nur noch einen Bluetooth-Empfänger und ja, den Rest machst du am Handy alles. Und da hast du dann alles Mögliche drin, was du hören willst, ob ein Podcast oder Ich gieße Musik. mir auch gerade mal nach. Ja, mach das, der ist gut. Oder wie Apple irgendwann sagte, ja, unsere Computer kriegen kein optisches Laufwerk mehr. Da war mein schon lange kaputt an meinem alten MacBook. Das habe ich nicht mal gemerkt, dass es kaputt gegangen ist. So selten habe ich das benutzt. Und das war überhaupt nicht schlimm. Das. Tja, CD. Das waren schon Zeiten, ja. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Wie du ja weißt, also
oder bei der letzten Folge hatte ich ja noch zwei Katzen. Also wir hatten ja letztes Jahr im so Anfang Sommer war das, glaube ich, aus dem Tierheim zwei Babykatzen geholt. Ja. Ein Mädchen, ein Junge, so ein Geschwister. Milka war Die das kannte ich Mädchen natürlich, ja. und Henry der Junge. Und etwa eine Woche nach unserer letzten Folge vom Laberstall ist Milka, das Mädchen, überfahren worden. Ich komme von der Nachtschicht nach Hause. Ich bin noch einen kleinen Umweg gefahren, weil ich noch einen Brief im Auto hatte, den ich einwerfen musste. Sonst hätte ich sie überhaupt nicht gefunden und sehe von Weitem, da liegt so eine Katze auf der Straße. Und dachte mir, Da war nee. natürlich der Tag schon gelaufen, bevor er erst angefangen hat. Ja, da kommst du eh aus der Nachtschicht, bist eh fertig. Es war dann irgendwie 7 Uhr oder irgendwie sowas. Und dann liegt da eine tote Katze. Und du denkst von Weitem schon, bitte nicht unsere. Und je näher ich komme, desto mehr dachte ich, das kann nur unsere sein. Ja, steig aus, gucke. Jo. Das ist er. Schnell heimgefahren, eine Kiste geholt, wieder zurück, die Katze eingesammelt. Und ja, scheiße erstmal. Das. Erstmal bist du eh müde wie blöde und dann musst du sowas irgendwie verarbeiten. Tja, und vor allem musstest du es deiner Verlobten beibringen. Das war wahrscheinlich der nächste Die harte hatte Schritt ich für dann dich. schon mitgenommen beim Katze abholen. Komm mit, Katze liegt da tot. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist unsere. Mir nur irgendeine Kiste geschnappt, Katze geholt und dann. Dadurch, dass wir ja zwei Katzen hatten, haben die sich so ihren Besitzer ausgesucht. Also das Mädchen hing immer nur bei mir und der Kater bei Daisy. Wo ich dann eigentlich mit Milka sehr, sehr dicke war und auch sofort erkannt habe, das ist sie, eindeutig. Ja, dann haben wir sie halt heimgeholt. Und ja, dann haben wir sie beerdigt. Dann haben wir noch eine Blume gekauft und noch einen Strauch mit Johannisbeeren, der jetzt auf dem Grab wächst. Und haben dann aber auch den Kater dabei gesetzt, wie wir sie beerdigt haben. Und Tja, das hat schon ziemlich ein dolle langes, wehgetan. glückliches Leben hat sie nicht gehabt im Prinzip. Ne? Ein Jahr Insgesamt knapp alt. unter einem Jahr. Na, knapp Ja. drüber. Aber nicht lange. Für, also für eine Toll. Katze ist ein Jahr nix. Also 15 bis 20 können die durchaus werden. Hat leider keine 7, keine 9 Leben gehabt. Nee. Tja. Dazu sollte man erwähnen, hier in der Straße ist 30er-Zone, in der Straße weiter, wo ich sie gefunden habe. Also, das ist jetzt die Parallelstraße zu unserer. Dazwischen ist eigentlich nur eine stillgelegte Bahnstrecke. Also mittlerweile nur noch ein Streifen grün. Also Bahnstrecke liegt da auch nicht mehr Hat nicht wirklich. so viel. Am Ende können die Leute wirklich einordnen, wo du Das können sie wohnst. eh, das steht im Impressum. Naja, jedenfalls ist da nur so dieser Grün-Wildstreifen dazwischen, der ja auch für Katzen eigentlich toll ist, weil da wachsen große Bäume mittlerweile. Auf der anderen Seite dann eben die andere Straße. Und ja, da wird zu schnell gefahren. Hier ist 30er-Zone. Die andere Straße ist nur gerade. Unsere ist ein bisschen gebogen. Hier parken auch einige Autos, aber wenn es dunkel wird, kannst du ja eigentlich beobachten, dass hier gerast wird. Ohne Sinn und Verstand. Der Hermes, der schafft das sogar Ja, tagsüber rückwärts. diese Dorfraser, das ist ja leider eigentlich, glaube ich, überall in Deutschland so. Also man zeige mir mal ein Dorf, wo eben nicht richtig Gas gegeben wird, weil es ja doch tatsächlich, meine persönliche Vermutung, dass das zu 80% die Dorfjugend ist. Dass das ja Leute sind, die sagen, ja, ich habe ein neues Auto und oder ich bin ein neuer Führerschein. Das sind nicht die 60-jährigen Opas. Nee, die Das halten sich ist eher an einfach nicht so. Geschwindigkeiten, das stimmt. Ja, eben. Naja, mittlerweile habe ich daraus den Schluss gezogen, ich parke eins unserer Autos grundsätzlich draußen. Gegenüber der Nachbar hat auch eins draußen. Du musst jetzt hier zwanghaft langsamer machen, um an unserem Grundstück vorbeizukommen. Was natürlich jetzt auch nicht so wirklich die Lösung ist, aber zumindest schon mal was Kurzfristiges. Ich sag mal, sobald du legal parkst, ist das ja in Ja, Ordnung. ja, Sobald du die Abstände einhältst, dass die Feuerwehr noch durchkommt mit ihren käme breiten Autos durch. im Notfall. Zwar nicht mit 50, aber Ansonsten mit 30 bestimmt. ist das ja alles legal. Ja. Ja, vor allen Dingen, wir haben ein Kind. Hier wohnen in der Straße durchaus noch mehr Kinder. Und in anderen Straßen hier in der Gemeinde auch. Jetzt war es nur eine Katze. Ja, schade und traurig. Das ist, ja, genau. Was ist beim nächsten Mal? Genau, die Frage stellt sich dann immer. Könnte nächstes Mal auch ein Kind sein. Auf jeden Fall ist mir der Kragen geplatzt nach der Nummer. Weil ich genau wusste, das kann Zu nur ein Recht. Raser gewesen sein. Hab auch ein Bild, wie die blutverschmierte Katze da liegt, in so eine Facebook-Gruppe, die hier für den Ort ist, reingepostet und
hab noch was dazu geschrieben, so nach dem Motto, du lieber Raser, dafür warst du jetzt 20 Sekunden eher an der Arbeit, aber war es das wirklich wert? Dein Auto dürfte jetzt übrigens auch dreckig sein, das dürfte dich wahrscheinlich noch viel mehr ärgern, irgendwie sowas hatte ich geschrieben. Auf jeden Fall haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, wir wollen jetzt hier der Gemeinde auf den Sack gehen, beziehungsweise habe ich die Gemeinde also an dem... Du machst ja keine halben Sachen, muss man sagen. Nee, ja? Wenn, dann mache ich das also, richtig. Wenn du was machst, ich ja. Ich hab den morgen noch hier auf der Gemeinde angerufen, hab das erzählt, so und so, dass es passiert. Was denn hier eigentlich gegen Raserei getan wird? Ja, wir haben ja jetzt die 30er in den 30er zu neu auf die Straßen aufgemalt, wurde mir dann gesagt. Ne? Da denkst Bild du, hilft da auch nicht weiter. Da denkst du dir auch so, ja, ist schön, aber und was macht ihr jetzt wirklich? Naja, zumindest es gibt nur ein Blitzgerät. Das Blitzgerät wird sich auch noch mit der Nachbargemeinde geteilt. Und die Person, die das bedient, ist irgendwie auch nur noch eine. Man überlegt zwar jetzt ein zweites Blitzgerät anzuschaffen, aber trotzdem hat man noch kein Personal, was das dann bedient. Eine richtige Posse. Ja, also es passiert faktisch hier nichts. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, jetzt gehen wir den auf den Sack. Jetzt gründen wir eine Bürgerinitiative und sammeln erstmal Straßen, die ein Problem sind. Und habe dann über Facebook, und es war sogar in der Zeitung, dazu aufgerufen, mir bitte Straßen zu nennen, in denen hier zu schnell gefahren wird. Und innerhalb weniger Tage ist eine sehr große Liste zusammengekommen. Also und auch viele E-Mails kamen. Also ich habe da einigen Leuten sehr aus dem Herzen gesprochen, die so gesagt haben... Echt, du hast dann quasi eine positive Resonanz bekommen nach dem Motto, schön, dass da mal einer aufschreibt einige. In dem Sinne? Also es ist was passiert, ja. Es ist wirklich viel passiert, ja. Also was ich an Zuschriften gekriegt habe in den ersten 3 Tagen, das war sehr, sehr viel. Wie es dann in der Zeitung war, das war etwa eine Woche später, kam dann nochmal eine ganze Menge. Also viel von Reaktionen, ja, endlich muss mal was getan werden. Es kamen aber auch so Mails von Leuten, die es natürlich nicht einsehen, mal langsam zu fahren, die dann auch zum Teil beleidigend wurden. So nach dem Motto, wir fahren ja hier eh immer nur hinter einem langsamen Rentner, hier kann man gar nicht zu schnell fahren. Ja, zu Recht. Wäre vielleicht ganz schön, wenn es so wäre. Das sind halt Leute mit kleinem Gehirn dann auch, ja, die dann durch. Ja, oder mit kleinem Pimmel 30, oder sowas. Also. Ja, guck mal, die Straße ist ja gerade, da kann ich auch 70 fahren innerorts. Ja, ja, eben. Also, ja, so, das sind dann eh Leute, die haben einen Horizont wie ein Meter Feldweg. Da kam, zum Glück waren das eher nur wenige, also ich glaube drei E-Mails, die böse waren. Ich stelle es jetzt mal gegenüber zu 30 bis vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man die ganzen Facebook-Kommentare dazu nimmt, zu Leuten, die eher sagen, jo, super, würden das gerne auch unterstützen. Das ist jetzt leider alles ein bisschen eingeschlafen durch das ganze Corona. Ich hatte nämlich so die Idee, man könnte ja auch mal ein paar Plakate drucken lassen, die einlaminieren, die man sich ans Hoftor tackern kann, um allein mal um das Problem erstmal aufmerksam dafür zu machen. Vielleicht hat man ja... Erzähl doch mal von deiner genialen Vogelhäuschen-Idee. Ja, die habe ich auch noch nicht umgesetzt. Ich hatte gedacht, man könnte ja mal Vogelhäuschen bauen, die aussehen wie ein Blitzer. Auch farblich. Da muss man dazu sagen, Gregor hat Schreiner gelernt, also der Gregor kann mit Holz sowas ohne Probleme basteln. Könnte man halt machen, das bringt zwar auch erstmal nur begrenzt zu dem, wenn man das dann mal genauer gesehen hat, man ja weiß, dass es... Ja, aber ich finde die Idee genial. Die ist aber nicht von mir, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen woanders. Aber, aber man kann ja auch mal so Ideen, ich würde es jetzt nicht Klauen nennen, sich selber was nachbauen für sich selber ist ja doch was anderes. Ja, definitiv, klar. Vor allem an der Stelle, wo ich das gesehen habe, hatte es ja den gleichen Zweck, wie es bei uns erfüllen würde, nämlich, dass die Leute da sich einfach nur an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Weil mehr wollen wir ja auch nicht. Wäre es ja dann wirklich, wenn noch ein Vogel tatsächlich einziehen würde. Dann wäre ja, da hat man gerade da auch noch was, weil Nistplätze sind, also hier, wir haben jetzt in der Nachbarschaft, der Nachbar hat auf dem Grundstück ein Vogelnest, die kommen ständig bei uns auf der Wiese, picken die Würmer raus oder in die andere Richtung. Der Nachbar, der hat ein Spatzennest in der Dachrinne, das ist hier auf dem Dorf halt so. Das ist doch auch ganz schön, den Vögel beim Großwerden zuzuschauen. Ja, ist richtig. Ja, das wäre dann der schöne. Die können auch wegfliegen, wenn da ein Raser ankommt. Ja, das kann eine Katze eher nicht. Also, ja, es ist halt traurig. Passiert da in Deutschland jeden Tag mehrere hundert Male wahrscheinlich. Aber es ist einfach, es kann vermieden werden. Es kamen dann auch so Reaktionen, ja, wir haben hier auch schon eine Katze verloren durch Raserei. Und ja, das Problem ist nicht neu. Es wurde noch nie was dagegen getan. Ja, davon wollte ich auf jeden Fall hier mal erzählt haben. Ziemlich zeitgleich kam übrigens eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, dass die Strafen für zu schnell fahren erhöht werden, was ich natürlich sehr begrüße.
Vor allem innerorts. Ja, Auch ich krass, hab die doch hier, Spielstrafen gestiegen. war Mit das? Fahrverboten, wo bereits innerorts bei einer Überschreitung von was war es, Ich habe jetzt hier 21 mal km/h, rausgesucht. 10 km/h dann. innerorts 30 Euro. 11 bis 15, 50 Euro. 16 bis 20, 70 Euro. Also wer hier mit 50, aber wer 50 fährt, fährt ja nicht 50, der fährt ja dann meistens 55 bis 60 hier durch die Ja, Straße irgendwie fährt, der sowas ist in dem mal eben Dreh, 70 ja. Euro. Beziehungsweise ab 21 ist dann sogar 80 Euro und dann gehen da genau die Punkte los. Aber man muss es auch leider sehen, wie es ist, weil wie wahrscheinlich ist, dass das auf dem Dorf tatsächlich mal einer mit der Blitzpistole oder Ja. sonst wo eine Akutkontrolle macht, das ist leider sehr gering. Das heißt, dass du tatsächlich außer von einem festen Blitzer auf dem Dorf dabei erwischt wirst, wie du schnell fährst. Ne, Das bringt das ist alles überhaupt nicht, nichts, also ja. das passiert eher auf den größeren Transitstraßen, auf den Bundesstraßen oder in der Nähe von größeren Kreuzungen Bei einer oder Schule vielleicht Autobahnabfahrt noch. oder ja, sowas in der Art. Das sind die Chancen ja doch, wissen wir ja alle, als Autofahrer etwas größer, dass da mal eine mobile Kontrolle aufgebaut wird, aber auf so einer Durchgangsstraße mitten im Wohngebiet, wenn man da nicht konkret denjenigen kennt, der sagt, der die Kontrollen macht vom Ort, Ja. dann wird da wohl leider sich nichts großartig, dann muss man, also dieser Anlauf mit der Bürgerinitiative, das ist auf jeden Fall nicht mal die schlechteste Idee, weil dann kriegt nämlich das Bürgeramt oder wie es auch immer bei euch heißt, mal ein bisschen gezeigt, okay, es sind mehrere Leute, die sich hier Sorgen machen, die sich auch kümmern um ihren Ort und wenn der zweite Blitzer im Budget ist und wir eh gedacht haben, dann kann man das Ganze ja vielleicht einen Monat oder zwei vorverschieben und sagen, wir schaffen das Gerät jetzt an. Und das ist ja dann schon ein Punkt, wo ich sagen würde, da hat die Bürgerdingsvereinigung schon ein bisschen was gebracht. Ich meine, eine Ja. Bürgervereinigung wird leider nicht komplett ändern können, dass das Natürlich Dorfrasen nicht. beendet wird oder dass es reduziert wird, weil nicht alle Leute werden sagen, selbst ich möchte das unterstützen, aber ich werde jetzt grundsätzlich anders parken versetzt oder so. Das wird halt auch nicht passieren. Aber es ist, wenn sich was Kleines tut, nach dem Motto, das Blitzgerät wird jetzt 2 Monate früher angeschafft, dann ist es doch schon ein Teilerfolg, ja. Aber dann brauchst du natürlich auch Also. das Personal, was es bedient. Also es wird sich bestimmt jemand finden, der hier gerade einen Job bräuchte. Aber da muss natürlich Ja, dann es ist schade, dass auch. wir Vollzeit arbeiten, sonst hätte ich gesagt, Gregor, mach du doch Ja, halbtags, aber wir sind ja da nun habe ich mal tatsächlich schon drüber Vollzeitarbeiter. nachgedacht, ob ich das nicht Ja, irgendwie. wir sind als Vollzeitarbeiter ist das einfach nicht möglich. Fertig, du hast nicht die Zeit dafür. Was wir jetzt auf jeden Fall Ist einfach machen, so. ist der Gemeinde auf den Zeiger gehen. Hier, das ist unsere Liste an Problemstraßen. Tut was. Jetzt, ne, kam dummerweise Corona dazwischen, dass da Ja, wieder weniger und dann geblitzt ist wird, auch ist immer erstmal klar. Aber da die kann man dann Frage, irgendwann mal geht fragen, das? was ist denn für Erfolge? Was habt ihr denn schon erzielt? Aha, habt Richtig. also nichts gemacht, im Zweifel. Und dann das öffentlich machen ist ja dann auch schon. Also wir haben ja schon einen von der Zeitung im Boot, Ja, der uns sehr Stichwort wohlwollend ist. dranbleiben. Ja, nee, genau. Es ist erstmal auf den Zeiger gehen. Hier tut was und wenn sie da was tun, dann ist das schön, aber wenn sie nichts tun, denen dann auch auf den Sack zu gehen hier. Ihr habt aber gesagt, ne? Hier wird gerast, hier ist schon wieder was passiert, hier ist ein Unfall, da wieder ein Tier. Tja, Tja. was kann man denn als Fazit von der Geschichte? Passt auf eure Katzen auf und Ja, guckt, kannst du auch wenn ihr nicht. gefährliche Stellen im Ort habt und Eigentlich dachten ja, wir, was soll ich denn? das ist ja eigentlich hier eine Gegend, die für Katzen wunderbar ist. Es wird eigentlich nicht so Ja. schnell gefahren. Es ist keine Hauptstraße in direkter Nähe. Durch die Bahnstrecke zusätzlich noch ein riesen Grünstreifen. Wir haben ein Haus, wir haben eine Scheune, die Katzen haben nachts eine Ehemalige Bahnstrecke. Schlafmöglichkeit. Ja, und selbst wenn, wird da nicht so oft was fahren. Also dann ist das auch nicht so gefährlich, wenn da alle Stunde mal ein Zug fahren würde. Also da, wo ich lang fahre, da ist ja eine schlaue Katze. Das ist, gibt es eine Station unterwegs, die ist, die guckt beim Rübergehen über die Gleise. Ist echt so. Ich Aber weiß da nicht, ob fahren die sie auch links und schneller, wie rechts sie guckt, hier aber in jemals eine Richtung gefahren guckt sind. sie. Ja, aber die ist, die geht noch teilweise, wenn ich mit einem Zug an der Station stehe. Dann läuft die noch vorher rüber, hat also wahrgenommen, dass ich noch stehe. Das ist nicht Geht normal dann bei auf den Katzen. Bahnsteig hoch und verschwindet in den Büschen. Und ich habe mir gedacht, ja, schlaues Tier. Schnell aus dem Bereich wieder raus. Also die kennt ihr Revier. Was ich mir angewöhnt habe, Katzen sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto mal anzuhupen, dass sie Angst kriegen vor Autos. Richtig, dass das sich einprägt, Ich hatte ja. neulich im Bahnhof Bingen,
lief auch ein Babykätzchen auf den Schienen rum. Ich stand da, hatte ein bisschen Wartezeit und die lief dann auf der linken Schiene so ein bisschen rum und dann habe ich den Zug mal zischen lassen mit der Bremse. Ich wollte jetzt nicht da quer durch den Bahnhof tröten. Ja. Katze erschreckt sich, springt auf die andere Schiene, läuft dann rechts auf der Schiene weiter. Mm. Das ist super. Dann doch mal kurz so gegen die Pfeife geklopft und dann ja, ist er ein Gleis weiter und da lang gelaufen. Super. Ja. Hat ja gut geklappt. Aber ja, ich bin auch in irgendeinem Ort lang gefahren, war auch eine Katze auf der Straße, ich aber natürlich sie rechtzeitig gesehen. Ich habe dann richtig runtergebremst auf 10 km/h und habe auch gedacht, na, du hast ja die Ruhe weg. War aber auch 2 Uhr morgens oder so, da wollte ich nicht hupen und habe mir auch gedacht, ja, Miezi, wenn ich jetzt ganz normal mit meinen 30 oder 50 da weitergefahren wäre, dann wärst du 10-mal tot. Ja. Aber ich habe natürlich entsprechend gedacht, jo, der ist alles egal. Also die ist da rumgetrottet. Ich wäre beinahe ausgestiegen, hätte sie persönlich von der Straße gescheucht. Ja, so sind sie. Ich habe gedacht, da hast du jetzt Glück, kleines Kätzchen, dass ich ein rücksichtsvoller Autofahrer bin. Es gibt ja auch leider Autofahrer, die eigentlich nicht vorhaben, die Katze zu überfahren, aber die sagen, na, ich fahre da jetzt mal ein bisschen schneller vorbei und schneide da eventuell mal kurz dran vorbei. Und sie wird ja schon in die richtige Richtung ausweichen. Ja, wenn sie aber in die falsche Richtung ausweicht, dann war es auch für die Katze. Das kann man hier übrigens nicht ausschließen, dass es nicht so gewesen ist. Die Spuren sind etwas widersprüchlich auf der Straße, die wir so gesehen haben. Also so Blutspritzer. Von wie sie da lag, sieht schon ein bisschen komisch aus. Also ich kann nicht eindeutig sagen, aus welcher Richtung kam das Auto. Ich habe eine Vermutung, aber es könnte auch anders mitschneiden. Also dann muss er in den Gegenverkehr gefahren sein. Gut, die Straße ist nicht so breit, aber muss rübergezogen haben, wenn der aus der Richtung kam, wie die Blutspritzer passen würden. Auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, wie du auch gesagt hast, mit 30 ist es eher unwahrscheinlich, dass das so passiert wäre. Da hättest du ist locker bremsen unwahrscheinlicher, können, wenn du die Katze gesehen hättest. Ja. Aber da kannst du durchaus, könnte man da 70 fahren, wenn man kriminelle Energie wenn hat. Wenn es wirklich will, ja. So ja, gerade ist die Straße. Auch, ja. Rechts vor links hast du nur in der Gegenrichtung, weil die Bahnstrecke halt parallel läuft. Hast du in der Richtung nichts. Also wenn du da mit 70 lang hacken würdest, ne? Da die. Also ist das denn jetzt. Das wolltest du jetzt erzählen oder hast du jetzt tatsächlich für Hörer eine konkrete Nachricht, die du damit rüberbringen willst? Ich wollte das jetzt erzählen, ja. Hier geht es ja auch um unsere Erlebnisse. Ich kann auf jeden Fall mal weiter berichten, wie sich die Gemeinde verhält. Also wir haben den vor einer Weile, ja, durch Corona wahrscheinlich passiert erstmal wenig, ist auch okay. Ja, das ist die Liste an Problemstraßen, aber da kann man ja demnächst einfach mal nachfragen, wie sieht's denn aus? Gibt es da schon mal Ergebnisse? Was macht der zweite Blitzer? Habt da mittlerweile noch eine Person eingestellt? Aber kann man durch Corona auch noch mal einen Monat warten mit den Nachfragen? Wollen ja jetzt, also die werden jetzt erstmal wichtigere Dinge noch haben, aber das geben wir dann ruhig schon wieder an. Und vielleicht dann irgendwann auch noch mit so ein paar Plakaten oder ein paar Aufklebern auf das Ganze noch ein bisschen aufmerksam machen. Na ja, dann mach mal. Kommen wir mal zu einem freudigeren Thema, oder? Ja. Ich habe noch einen Podcast gestartet. Und zwar einen über Fotografie. Der gefühlte 20. Wie viel habe ich eigentlich? Ich glaube, es sind noch unter 10, aber nicht mehr so viel drunter. Wenn man jetzt mal Podcasts ausnimmt, die ich nicht mehr mache oder mal gemacht habe. Podcastlabel.de, ich übernehme das gerade mal als Werbung für dich, einfach mal durchzählen, wie viele Podcasts hat der Gregor. Genau. Kann jeder selbst tun. Der Podcast heißt Automatikmodus, dreht sich übers Fotografieren. Eine Bekannte, die auch gegen Geld professionell Fotos macht, mit ihr hatte ich die Idee, man könnte ja mal einen Podcast machen, in dem man erklärt, wie man eigentlich Fotos macht. Denn ich kann ein bisschen fotografieren, du kannst ein bisschen fotografieren, aber so richtig Ahnung haben wir alle nicht. Also man hat zwar mal viel mal ausprobiert und auch mal aus irgendwelchen Anleitungen ausprobiert und das hat auch meistens ganz gut geklappt, aber mal so richtiges Fachverständnis hatte ich noch nie gehabt dafür. Du wolltest aus der ganzen Sache mal einen Schuh draus machen. Ne? Genau. Also, ich will jetzt hier den Leuten mein Wissen mal ein bisschen weitergeben. Das Wissen, oder was das ich Wissen habe von, und... Von der Nike und dir. Genau, das Wissen, was mir fehlt, dann eben noch dazu holen. Und das Ganze mal ein bisschen verständlich erklären. Heißt, wie gesagt, Automatikmodus, gibt bisher erst eine Folge, da drin erklären wir die verschiedenen Arten von Kameras.
Die nächste Folge wird darüber gehen, über manuelle Einstellungen. Die ist auch schon aufgezeichnet. Die wird Ende Juni dann auch rauskommen. Ja, und dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickeln wird. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, beziehungsweise wünsche ich euch weiterhin da. Du hast mir ja mal was zu Objektiven erklärt, also wie du dir damals deine Kamera gekauft hast. Ja, zu einem Objektiv, ja. Das, ja. Und den Tipp habe ich mir ja beherzigt, habe mir ein ähnliches gekauft und bin damit auch sehr gut gefahren bisher. Und ja, darüber reden wir dann auch. Ich weiß gerade gar nicht, ob in der ersten oder in der zweiten Sendung, aber ich glaube jetzt in der ersten, die schon raus ist. Ist an dieser Stelle mal ein Tipp zum Abonnieren, den Podcast-Automatik-Modus, wenn ihr euch für Fotografie interessiert. Ja. Und daran noch angeknüpft. Also bin ich jetzt, muss man aber nochmal dazu sagen, ich bin jetzt daran tatsächlich nicht beteiligt. Das ist nicht mein Projekt, das ist das Projekt von Gregor und Nike. Nur nochmal dazu gesagt, also dass da keiner Fragen an mich richtet. Nee, du bist da auch nicht nur Hörer. In dem Sinne bin ich raus, ja. Ja, aber du kannst Fragen äußern, das wollen wir noch einführen, dass man, wenn man Fragen hat, die doch mal schicken kann und dann machen wir irgendwann mal eine Folge und beantworten einfach mal Fragen. Wenn du da natürlich was hast, kannst du gerne Fragen äußern. Mal tun, ja. Aber das kommt erst später irgendwann. Auf jeden Fall war die technische Schwierigkeit, durch Corona trifft man sich jetzt ja nicht unbedingt. Wir senden ja schon lange aus verschiedenen Orten, du bist mir ja jetzt auch nur zugeschaltet. Wie mache ich das jetzt mit Nike, die kein Mikrofon hat und jetzt auch nicht gerade Geld, um Großtechnik zu kaufen? Kein Mikrofon. Genau. Ach man, ist der billig. Naja, aber hat ja ein iPhone. Und iPhone hat jetzt nicht unbedingt das schlechteste Mikrofon. Und dann. Ein Nike-Phone? Wir sollten noch einen Schluck Wein trinken. Damit's besser wird. Genau, das ist nämlich der gerade so ein bisschen die blöden Witze. Nike, falls du das hier hörst, tut mir leid. Entschuldigung. Naja, sie habe ich zugeschaltet über ein Smartphone mit einer Handy-App, die sich Linphone nennt. Und das ist eigentlich ein Dienst oder eigentlich ist es eine App, die auch einen Dienst mit anbietet. Und zwar telefonieren von Computer zu Computer. Ähnlich wie Skype, geht auch mit Video. Aber du kannst die Qualität halt selber einstellen, so ähnlich wie wir das hier auch machen. Nur das, was wir hier machen, gibt es nicht über eine Smartphone-App. Und das klingt relativ gut, finde ich. Also das könnt ihr euch ja in den ersten beiden Folgen anhören, die wir da schon gemacht haben. Die sind genauso entstanden. Es ist ja immer für den Podcaster, sollte ich mal erwähnen, wenn man das jetzt plant, so wie wir das machen oder auch andere, dass man eigentlich einen Podcast sollte man nicht über Telefon führen. Es gibt ja Leute, die das vielleicht sogar bedenken, nach dem Motto, ich würde gerne einen Podcast machen und ich kann doch einfach meine Freisprechanlage anmachen, dann kann ich damit einen Podcast aufzeichnen. Ja, kannst du tun, aber es hört sich halt entsprechend an. Ja. Das ist einfach das, was man jetzt aus dieser Sache lernen kann, was der Gregor jetzt erzählt, dass das einfach entsprechend Möglichkeiten gibt, die auch günstig umsetzbar sind, wo jetzt nicht 300 Euro Ausrüstung dafür zu kaufen ist, sondern erstmal also einfach sagt, ich möchte jetzt hier übers Telefon, kann man das eine oder andere Interview führen, zum Beispiel mit jemandem, der in Timbuktu sitzt. So wie ich das in Langsamfahrt mache. Da rufe ich ja Leute an. Wenn man sagt, man hat jetzt einen regelmäßigen Podcast, dann sollte man schon ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen audioqualitätsmäßig gestaltet. Jetzt mal an die Hörer hier unseres Podcasts gerichtet, die sowas vielleicht selber mal planen, weil Podcast produzieren ist ja zurzeit total in. Ja. Sowohl als Solo-Projekt als auch als gemeinsames Projekt. Und einfach mal, um das jetzt hier als Message rüberzubringen, man muss dafür nicht im selben Raum sitzen. Man kann auch ohne weiteres 300 Kilometer auseinandersitzen. Dank den modernen Sachen des Internets oder eben entsprechend guter Hardware hört es sich an, als wenn wir im selben Raum sitzen. Gregor und ich sind gerade 90 Kilometer voneinander entfernt. Ist kein Problem. Was jetzt halt der Punkt ist, das, was du da stehen hast, ist natürlich ein vernünftiges Mikrofon, noch ein bisschen Audiotechnik dahinter. Die fehlt jetzt halt am Smartphone, aber da ich ja hier eh in einem relativ gut ausgestatteten Studio sitze, habe ich für den Kanal, über den die Zuschaltung reinkommt, halt noch ein bisschen Technik eingebaut. Und du hast noch Ausgleichsmöglichkeiten. Da kann ich dann an dem Signal noch mal ein bisschen was besser machen. Das habe ich jetzt bei dir natürlich ausgeschaltet. Eben beim Tonband musste ich es mal einschalten, weil du ja dann da doch auch relativ weit vom Mikrofon weg saßt. Ja, richtig. Aber jetzt so habe ich das ausgeschaltet. Bei Nike oder bei anderen Gästen
kann man es wieder einschalten. Und jetzt ist ja sogar denkbar, dass ich Podcasts über ein gewisses Thema mache mit einem Gast, den ich noch nie vorher gesehen habe, dem ich nur sage, installiere mal die App, log dich bitte mit den Zugangsdaten ein, die habe ich dir schon mal angelegt. Und dann rufe ich dich damit an, du hältst es dir ans Ohr wie ein Handy und dann ist es für den auch nur ein Telefonat, hinterher löscht er die App wieder runter und hier kommt es relativ gut an. Also da ist also ja noch sehr viel mit quasi machbar. Du willst das jetzt als Tipp rausgeben für zukünftige Podcaster, die sagen, die möchten sich jemanden zuschalten. Ja, wer das dauerhaft machen will, der sollte natürlich dann vielleicht doch eher zu einem zweiten Mikrofon tendieren. Das werde ich für einen Automatikmodus für Nika auch noch anlegen. Es kommt auf die Motivation des Partners, des entsprechenden Podcast-Partners an oder auch aufs Budget. Wenn jetzt ich habe jetzt sowieso mir gerade einen Mercedes gekauft, ja klar, dann kannst du dir auch ein Mischpult kaufen und ein professionelles Mikrofon. Ja, das ist dann nicht das Problem. Aber wenn jetzt sagt, ich möchte das Low-Budget halten, dann kannst du dir vielleicht, es gibt ja auch Mikrofonmöglichkeiten, sich das ans iPhone anzustecken mit einem Adapterstecker. Ja. Darf man jetzt Werbung machen für das Bauteil? Ja, mach einfach. Du meinst dieses iRig-Ding. Also es gibt Bauteile auf, genau. Ja, da gibt es auch, es gibt mittlerweile ja sogar schon Mikrofone, die haben einen Lightning-Stecker dran. Ist, glaube ich, für Gitarristen gedacht gewesen ursprünglich, das iRig. Das ist also, dass man seine E-Gitarre quasi direkt über den Adapter ans iPhone anschließen kann und damit aufnehmen kann. Also den ich hier liegen habe, der liegt sogar gerade hier. Der ist tatsächlich für Mikrofone, es gibt aber auch einen für Gitarren. Also es gibt hier diesen Adapter für das iPhone, der hat ja noch diesen Kopfhörerstecker, der war halt für um Mikrofon dran zu machen. Mittlerweile gibt es die aber auch mit einem Lightning-Stecker, aber den habe ich gar nicht mehr, weil da habe ich dann mittlerweile mobile Aufnahmegeräte, die einfach nochmal ein bisschen besser sind. Aber gibt's auch eine zweite Version davon inzwischen? Du hast ja die alte Version. Ja, genau. Ich hatte das selbst mal recherchiert, gibt es einen iRig 2. Der hat einen Lightning-Adapter, der dann direkt ans iPhone. Ach, das war das, was du meinst. Ja. Okay, ja. Aber wofür ich es jetzt eher noch so dachte, ich mache ja jetzt zum Beispiel den Podcast Hessisch Babbeln, wo ich mit Leuten spreche über irgendwas in Hessen, die ich vorher noch nie gesehen habe, im Zweifel. Den kann ich dann zum Beispiel sagen, installiere die App, das wird was Einmaliges, hinterher löschte dir die wieder, aber ich habe dich in gut und wir brauchen uns nicht treffen. Ist jetzt zu Corona sowieso gut, aber wenn die ewig weit weg sind, natürlich auch nicht verkehrt. Also, wie gesagt, gehen wir jetzt davon aus, es sind Leute da, die das jetzt sehr interessant finden und sie wollen einen Podcast so produzieren auf deine Weise. Also, die brauchen die App Linphone, wie heißt es? Linphone mit, genau, L-I-N. Und was braucht derjenige noch? Ja, nix. Die Zugangsdaten. Ach so, und die also, entsprechend konfiguriert. Du kannst dir da entweder selber einen Account machen, aber ich habe im Zweifel einen mehr, den ich dann rausgebe dafür. Aber man kann sich auch selber registrieren. Und dann ist das braucht der Partner A und Partner B auch, oder? Ja, ich habe das ja hier auf dem Studiorechner. Aha, und der Rechner wird dann verbunden mit dem Telefon von dem anderen. Genau, dieses Programm. Und es ist auch egal, ob derjenige dann ein iPhone hat oder Android. Genau, das gibt's für Android und iOS, aber auch für alle Computerplattformen. Also der kann auch auf einem Computer mit einem vernünftigen Headset rangehen. Das ginge auch. Ja. Das einfach mal so, als dass man da jetzt hier auch einen Mehrwert hat, falls tatsächlich Leute da sind, die sagen... Gesundheit. Die sagen, ich möchte jetzt meinen Podcast machen und ich finde das interessant, was der Gregor da erzählt hat, aber wie hieß das Ding nochmal? Ja. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben, dass du das nochmal kurz... Ich hatte ja jetzt sogar noch eine weitere Idee. Ich habe hier noch ein iPhone 4, also ein furchtbar veraltetes iPhone rumliegen und habe mal geguckt, Linphone gibt es auch für iPhone 4. Aber meine Idee war halt, ich kann das im Zweifel an Gäste rausschicken. Aber da bin ich schon wieder von ab, weil die App, die da drauf ist, nicht mit denen ihrer Serverversion kompatibel ist. Also man schafft es nicht, einen Account einzuloggen. Dass das eingebaute Mikrofon natürlich auch nicht mehr so die... Das war nicht schlecht am Vierer. Gerade im Vergleich zu den aktuellen Telefonen ist... Der Punkt ist halt, ist ein anderer. Ich habe hier intern Tests hinbekommen. Dadurch, dass das iPhone 4 so klein ist, ist das Mikrofon weiter von der Mund weg wie bei einem moderneren iPhone. Das war eigentlich so der eigentliche Punkt. Das Mikrofon selber ist gar nicht verkehrt. Nur es ist halt zu weit weg, dadurch, dass damals die Handys noch klein waren. Tja. Naja. Tja. Das ist das. Ich habe noch was zum Thema Corona und deren Auswirkungen.
Oha. Ja. Alle reden über Corona, wir sogar haben, wir. Die letzte Sendung von uns war ja sehr Corona-lastig und die war ja einen Tag nach meinem Geburtstag und ich glaube, wir hatten auch ein bisschen erzählt, unter welchen Voraussetzungen überhaupt nur mein Geburtstag möglich war. Jetzt war der Geburtstag von Desi, der war am 16. Mai. Zum 15. Mai gab es erste Corona-Lockerungen in Hessen und sie hat sich gewünscht, einen Tag irgendwo zu verbringen, wo man jetzt sonst nicht so oft ist. Oder auf jeden Fall nicht zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, ich organisiere was und verrate ihr halt noch nicht, wo es hingeht. Aha. Damit hatte ich natürlich erstmal ein bisschen Spielraum, was man machen kann, denn durch Corona, ich habe 2 Wochen vorher versucht angefangen, das zu planen, war eigentlich überhaupt nichts möglich zu planen. Ich habe letzten Endes alles in den 3-4 Tagen vorher geplant. Hab mir ein Lokal rausgesucht, was mit Frühstück und überall angerufen, ja, nee, wir machen erstmal noch nicht auf, obwohl auch schon wieder erlaubt ist, wir wollen erstmal gucken, ja, find erstmal was. Es ist also, ne, 30. Geburtstag willst du ja dann auch schon was machen. Es war aber effektiv schon, nicht ja, viel möglich, ja. Ja. Und so viele Leute wurden ihres Geburtstages oder ihres Jahrestags oder auch ihrer Hochzeit, die sie geplant haben, ja, wo auch schon viel Geld investiert wurde, unmöglich gemacht. Also es gab dieses Jahr ganz viele Leute, gerade die eben was Größeres feiern wollten, sagen, das kannst du sowas von in die Tonne kicken, das Jahr. Also von daher. Hochzeit haben wir ja auch in Planung, aber die ist erst nächstes Jahr. Bis dahin sollte dann hoffentlich der ganze Spuk vorbei sein. Hoffentlich. Ja, schauen wir dann mal, wie es aussieht. Wobei, bis dahin dürfte ein Impfstoff da sein, wenn er wirkt. Ja, das weiß man nicht. Das sind wir keine Mediziner. Das ist noch zu Spekulation. Nee, jedenfalls haben wir es dann hinbekommen, dass ich einen Café gefunden habe, wo man frühstücken kann in einer sehr schönen Altstadt, nämlich in Diez. Das ist, ja, Limburg kennen vielleicht viele. Genau an der Grenze von Hessen zu Rheinland-Pfalz. Und Diez ist eigentlich gerade auf der anderen Seite der Grenze. Sehr kleine Stadt, sehr schöne Altstadt, so kleines Kaffee gefunden zum Frühstücken, war echt idyllisch da. Und dann sind wir nach Obernhof an die Lahn gefahren, das lag halt so auf dem halben Weg, wir wollten weiter zum Rhein und haben halt einfach mal eine Pause gemacht und dann erzählte ich so der Schwiegermutter, ja, und demnächst wollte ich hier nochmal Wein kaufen, also Obernhof ist ein Ort an der Lahn, wo es auch Wein gibt. Wir sollten demnächst mal eine Folge über Lahnwein machen. Und naja, irgendwie kamen wir dann drauf, ja, sie möchte auch Wein. Ach komm, wir rufen den Winzer gerade mal an, ob der nicht auch da ist. Und er ist da, wir kommen gerade rüber, wir sind quasi auf der anderen Straßenseite. Kleinerer Ort, ja, kann man mal eben machen. So. Ich hatte da erst so einen Laden in Verdacht, wo wir den Wein holen wollten. Die sagten, ja, die sind gerade nicht da. Aber wo sind sie denn? Ja, da und da. Ja, dann sehen sie doch das und das Haus. Ja, ja, da können sie mal klingeln, da wohnt der Winzer. Alles klar, gut, dann dahin, geklingelt, war ein Seil, was an der Haustür an der Seite rausguckte, um dann drin mechanisch eine Glocke zu bewegen. Oh, herrlich. In einem richtig urig alten Fachwerkhaus. Klingeln wie vor 300 Jahren. Das war wirklich so. Dann geklingelt, kam ein relativ junger Mann raus. Ja, er sei der Winzer, ja, wollte ein bisschen Wein kaufen, den und den hatten wir mal. Ja, alles klar, hat dann Wein geholt und dann fragt er noch so, wie wir denn jetzt auf die Idee kommen, hier mal einen Ausflug hinzumachen. Dann ins Gespräch komme ich, ja, hier 30. Geburtstag. Na, eigentlich nur auf der Durchreise, kam halt gerade drauf, Wein zu machen. Ja, Moment, ich komme gleich wieder. Ging weg, kam mit einer Flasche Wein wieder. Eine Mischung aus, ich glaube, Silvaner und Scheurebe. Meint er hier, der hat furchtbar viel Arbeit gemacht. Normalerweise verkaufe ich den auch gar nicht. Ich schenke euch eine Flasche. Den trinken wir hier normalerweise nur so mit Freunden zusammen. Weil sie Geburtstag hat. Weil sie Geburtstag hatte, ja. Du. Ja, ja. Also der ist noch zu. Der wird dann irgendwann mal bei guter Gelegenheit getrunken. Mensch, das ist aber eine nette Geste hier gewesen von dem Mensch. Das ist ja toll. Also hat uns sehr überrascht. Das war sogar so mein Tageshighlight. So, mit sowas rechnet man ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Von einem Wildfremden dann noch was geschenkt kriegen. Tja, naja, dann sind wir weiter an Rhein, so ein bisschen Schiff gefahren. War, was auch wieder ging, seit Neuestem, ja, muss man auch dazu sagen, den das Tag, war nicht so ganz lange. Den Tag, der erste Tag, wo es möglich war. Muss wahrscheinlich erstmal einen Reeder suchen, der das gefunden hat. Ja, ich hatte einige auf meiner Liste, die ich abtelefoniert habe und dann alle, ja, nee, wir warten nochmal ein Wochenende. Aber einer tatsächlich, ja, wir machen eine Fahrt und dann von Bobhardt zur Lorelei und zurück. War da auch die Rösslerlein dabei? Nee, von Lorch? Nee, wir haben im Bereich Bobhardt geguckt.
Oder habe ich geguckt? Das ist nämlich eigentlich die Ausflugslinie, die ich Ja, so kenne die hatte ich mein tatsächlich Vater sogar kennt die persönlich. nachgeguckt. Die war noch nicht am Fahren. Die hatte ich nämlich Ah, tatsächlich okay. als Name noch im Kopf. Aber wir sind dann an einer Firma, die in Kamp-Bornhofen, also rechtsrheinisch, ihr Schiff hatten, von Bornhofen, Boppard ja. aus. Wir sind dann aber in Kamp dann auch eingestiegen. Einmal zur Loreley und wieder zurück. Und dann, ja, sind wir nach in die Gegend, wo dein Vater herkommt, sind wir gefahren. Und zwar in ein Seitental vom Rhein Richtung Lorch ins Wispertal. Und Ja, wobei Lorch liegt ja am Rhein und dann fährst du hoch in genau, Richtung das ist eigentlich so ein Seitental. Ransel, Weisel auf die Höhe Espenschied beziehungsweise das Wispertal, ja. Genau, das waren auch so Orte, die wir auf Schildern zumindest gesehen haben. Es ist ein sehr enges Tal. Wenn einem Feuerwehrautos entgegenkommen, wird es auch mal eng. Haben wir Ja, ausprobiert. das ist nichts für Leute, denen beim Autofahren schlecht wird. Das ist Man diese muss Straße ist langsam wäre machen. sehr, sehr schlecht. Es kamen uns wirklich auch Auch mehrere das, ja. Feuerwehrautos entgegen und Ja, später alle wieder zurück. okay. Interessant. Und dann sind wir zu einem Lokal, von dem ich mal im Fernsehen gesehen hatte, zur Laukenmühle. Und die haben nebendran eine Forellenzucht. Und da gibt es die bekannte Wisperforelle. Hatte ich halt, wie gesagt, nur mal gehört. Wisperforelle, naja, Daisy isst gern Fisch, ich eigentlich auch. Dachte ich, wäre doch mal was. Da haben wir dann auch frühzeitig einen Tisch sogar reserviert bekommen. Es wäre aber auch noch was da gewesen, also so wild war es noch nicht. Und dann gucke ich so die Speisekarte durch und ja, eine Forelle dabei. Da ich, will aber auch satt werden. Meinte ich dann auch so zu der Kellnerin, er will auch satt werden wie nur ein Fisch. Ja, warten Sie erstmal ab, wie groß der ist. Der hat 400 Gramm, dachte ich, aha. Und dann hatte ich mir eine Forelle bestellt, die in Butter gebraten war. Und mein lieber Herr Gesangsverein, so eine Riesenforelle habe ich noch nie vorher gesehen. Tja. Und dann lese ich so der Speisekarte, die Fische sind besonders frisch, die werden erst nach ihrer Bestellung geschlachtet. Also die Oi, haben da wohl in okay. der Küche ein Aquarium, wo dann frisch rausgeholt Ja, wird. guck, okay, Und außer ja. natürlich die Geräucherten, die natürlich ein bisschen länger brauchen. Daisy hatte dann Geräucherte, die wird wahrscheinlich schon ein paar Stunden älter gewesen Ah. sein. Da geht's ja nicht anders. Aber ich hatte, wie gesagt, in Butter gebraten und das war so ein zartes Filet. Lange nicht so einen guten Fisch gegessen. Also das ist ja echt mal ein Tipp, wer mal einen Ausflug an den Rhein macht, macht ruhig mal den Ausflug noch zur Laukenmühle. Ist eine Viertelstunde Fahrt vom Rhein. Ja, vor allem mein Vater halt hat auch erzählt, dass das tatsächlich so renommiert ist, diese Fischzucht, dass die machen ja nicht nur für Restaurants, sondern die Ja. machen auch einen externen Verkauf. Gegenüber auf der anderen Straße Der ist hatte ein zu, leider. Verkaufsladen. Das heißt, man kann auch durchaus außerhalb der Öffnungszeiten da mal hingehen, um sich Fisch für zu Hause zu kaufen. Also ist auch kein Problem. Jedenfalls diese Fischzucht oder jetzt da die Laukenmühle, die beliefern im ganzen Rhein-Main-Gebiet renommierte Fischrestaurants. Das ist teilweise aus dieser Ja, aus dieser Quelle, weil die Wisper, muss man auch sagen, das ist ein Bach, ein Fluss, der dann später natürlich in den Rhein fließt. Aber ist richtig sauber, da ist ja kein Industriebetrieb irgendwo in der Nähe. Es ist einfach richtig klares Wasser aus den Bergen des Rheingau, des Wispertals, also des Rheingauer Hinterlands. Also das ist sauberes, klares Wasser. Wenn man mal selbst an der Wisper gestanden hat, dann sieht man, was für eine herrliche Natur und wie sauber das Wasser ist und dass da auch wirklich die Fischpopulation, die man da sieht, denen geht's gut. Also die haben einen Ja. optimalen Lebensraum. Also das ist einfach vielleicht auch der Grund, warum es so gut schmeckt, weil die gesund aufwachsen. Das Ich habe auf jeden Fall ist vor, ja wenn nicht wir. so, dass da jetzt irgendwelche Industriebetriebe irgendeinen Dreck reinleiten würden in das Bächlein oder in den Fluss. Also im Sommerurlaub wollen wir da nochmal hin. Ja, Das war so kannst du ja machen. schön. Ich bin ja kein Fischfreund, aber du hast ja gesagt, die Schwiegermutter hat Schnitzel gegessen. Ja, Gab's also denn da da dachte ich Feedback mir wieder? auch, also ehrlich, also bitte. Jetzt aber mal unabhängig oder aus meiner Perspektive, die keinen Fisch mögen, wie war denn da das Feedback? War das denn auch gut wenigstens? Ich habe sie nicht so gefragt, ich habe sie nicht mehr angeguckt. Ich dachte, du kannst doch jetzt hier kein Okay. Schnitzel essen, wenn es hier so gute Fische gibt. Oder nee, aber heute habe ich keine Lust auf Okay. Fisch. Ja, dann, ich glaube, es war ganz gut. Aber das fand ich irgendwie so ein bisschen daneben. Hier, wir gehen da richtig gut Fisch essen und dann nimmt den Schnitzel. Oder gehst du in ein Sushi-Restaurant? Ah nee, Sushi, ne, heute muss Nee. das nicht Haben Sie auch sein. Also, Mettbrötchen? Ist ich doch hätte gerne, auch roh. ich hätte genau, ich hätte gerne Pommes. Die Weine, die sie hatten, waren auch gut, kamen aus Lorch. Ich habe den Winzer leider vergessen, aber ja, waren gut. Muss sie natürlich probieren.
Da. Schön. Das war das denn dann auch wieder lieblich, ja, logisch, ne? Natürlich. Das war Ja, ein mag's, lieblicher. mag's. Ach ja. Ach, apropos Wein. Ich will Wein machen, aber Kirschwein. Ach, du liebe Güte. Ja, Warum meine Eltern haben einen großen Kirschbaum. ausgerechnet? Ki Ja, okay. Also meine Eltern haben einen großen Kirschbaum. Der ist in der Regel so voll, dass man da zu viel hat. Also da kannst du Kirschen verschenken, eimerweise, da kannst du Marmelade von kochen, dass du sie ein Jahr später noch hast. Es sind trotzdem noch welche Ja. über. Und jetzt hatte ich mal eine Flasche Kirschwein da und fand die auch ganz lecker und dachte so, ja, das kann doch nicht so schwer sein, selber den zu machen, da wir ohnehin zu viele Kirschen haben, habe mich da mal ein bisschen reingelesen, wie man das macht. Du brauchst halt so ein. Internetrecherche oder was? Ja, Oder gibt's genau. du da, hast du da tatsächlich ein Buch dafür? Es war eine Internetseite, die so alt ist, als könnte sie auch ein Buch sein. Zumindest vom Design. Kannst dir vorstellen, wie die aussah. Da Aber druckt jemand das Internet aus. da, das habe ich dann tatsächlich ausgedruckt. Das liegt jetzt im Keller bei den Brauzutaten, Quatsch, bei den Vergärzutaten. So, so. Bei meinen Eltern auf der Scheune noch so zwei riesen Gärballons gefunden. Das sind so 10 Liter Flaschen. Weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Das Also sind in ich so einem weiß, wie Korb sie drin. aussehen, aber die Hörer vielleicht nicht alle, das ist Glas, muss man dazu sagen. Ja. Das ist große Glas, sehr dickwandige Glasbehälter, oder ist es wie dick? Ist es dickwandig? Kann man das sagen? Ja, mein verschluckt. Ja, ist relativ dickwandig. Da drinnen kannst du halt Wie viel vergären. Liter passen da jeweils Ich rein? glaube 10 jeweils. Und ich Ach, habe das ist so jetzt wenig, weil zwei. ich hatte jetzt. Ich Okay. habe es aber auch noch nicht ausprobiert, aber könnten 10 sein. Sie stehen noch draußen, sind furchtbar verstaubt und dreckig. Das Ich hat muss die auch erstmal deine sauber machen. Internetrecherche gegeben, dass du genau das brauchst, oder ist Das das eine wusste der ich. Nee, Möglichkeiten, das die du wusste dazu ich, dass man hast? die, dafür, also früher wurde da drin, haben wir hier Apfelwein da drin selber gemacht, also meine Großeltern haben den selber gemacht. Ja, Aber aber Apfelwein geht ja anders als normaler Wein, weil Apfelwein wird ja gekeltert und nicht, also das ist ja ein ja, anderes Prinzip, oder? aber vergärt werden muss es ja. Also wie du dir jetzt erstmal deine Masse zum Vergären machst, ist das eine. Dass du sie dann vergären musst, ist eigentlich relativ ähnlich überall. Man kann jetzt Kirschsaft nehmen, den vergären. Man kann aber auch ganze Kirschen nehmen und vergären. Und das werde ich ausprobieren. Also beides. Wir haben zwar nichts zum Auspressen von Obst, aber auskochen geht ja auch. So haben wir früher schon sehr viel Saft gemacht. Sollte sich trotzdem vergären lassen, weil da geht es ja um den Zucker, der dann in Alkohol umgewandelt wird. Also musste das auch mit dem Ausgekochten gehen. Werde dann mal einen mit Kirschen machen und einen mit Saft. Man muss nur die Kirschen unbedingt entkernen, denn sonst kann Blausäure entstehen und die ist giftig. Ach du liebe Güte. Ja, das dachte ich dann auch so. Okay, gut, na dann entkernen wir sie halt. Und dann, ja, bisschen Hefe Also rein. was ist das für eine Konzentration? Kann das schon passieren, wenn du zwei Kirschen Nee, bei so losfrickst zu kleinen entkernen, nicht. oder musst du das schon von ein paar mehr vergessen? Also in dem Rezept steht irgendwie 4 Kilo Kirschen da rein. Da könnte das dann Nee, schon. ich frage mich jetzt nur, ab welcher Konsistenz von, sage ich mal, vergessener Entkernung, was sehr gerne mal vorkommt, ab wann wird's gefährlich? Ja, das Aber weiß ich okay. nicht. Ja, müssten wir mal Einfach lieber raussuchen. nochmal zweimal prüfen, Aber dass da die stand, wirklich wird alle Kerne giftig, weg man sind. soll sie entkernen, deswegen werde ich sie entkernen. Besser Ja. ist das, jawohl. Und dann lässt man das Ganze halt vergären. Das geht am besten mit Sauerkirschen. Bei Süßkirschen braucht man noch irgendwas dabei, was ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, was ich aber unten schon liegen habe. Irgendeine Zutat musste noch dabei. Genau, Zitronensäure. Das ist ein Pulver. Musste noch dabei machen, sonst klappt das wohl nicht richtig mit dem Vergären. Aber Ach, daran soll es nicht scheitern. da habe ich jetzt eine Frage. Ich hatte die Folge Automatikmodus gehört von dir, wo du gesagt hast, du hast dein erstes Objektiv kaputt gekriegt oder deine Kamera, weil du irgendwas Zitronensäure oder so in der Tasche hattest. Vanillezucker. Ja, wo ich frage, warum hast du, das muss ich dich jetzt mal hier on air fragen, warum hast du Vanillezucker und ein Objektiv, warum nimmt man Vanillezucker mit irgendwo hin? Was ist das für ein Sinn? Weil man das doch auch naschen Also kann. nochmal. Also nochmal so als kleiner Abzweig, Gregor hat in seinem Automatik-Podcast gerichtet, dass er seine erste Kamera oder eine der ersten Das war seine Kameras erste kaputt gekriegt hat, Digitalkamera. weil Vanillezucker zwischen Objektiv und diesen ganzen Mechanik da reingekommen war, ne? Ja, das war ja eh nur so eine Digital-Kompaktkamera. Und Ja, aber das trotzdem, war die so ein. Story fand ich gut. Ich war 13, 14 und hab den Vanillezucker so gegessen aus den Tütchen.
hat den halt in der Hosentasche, hab das vergessen, dass der da noch drin ist, steckt die Kamera rein und ja, das habe ich dann auch erst später gemerkt, dass sich dann der Vanillezucker den Weg in die Kamera gesucht hat. Jawohl. Ah ja, hat dann auch geknirscht ein bisschen. Toll. Beim Zoomen hat's geknirscht. Tja. Gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde Kirschwein versuchen, werde da vielleicht in der nächsten Sendung ein bisschen mehr drüber erzählen können. Denn bisher ist es ja nur Theorie, außer dass ich halt die Zutaten schon da habe. Und wenn das klappt, werde ich auch noch mehr versuchen zu vergären. Ich habe ja hier einige Weinstöcke. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Äpfel hätte ich auch in rauen Mengen. Muss nicht nur sagen, ich hätte gern Äpfel, dann kann ich bei meinen Verwandten Äpfel pflücken, so viel ich möchte. Und kann dann theoretisch auch nochmal Apfelwein versuchen. Was ich noch gern machen würde, ist Pflaumenwein. Ich bin ja so ein Pflaumenfan. Ja, wir gucken einfach mal, was es dieses Jahr noch so an Weinchen gibt, die ich dann selber mache. Da muss ich dich mal, falls das dieses Jahr gemacht wird, zum Latveille-Kochen einladen. Tja. Was ich glaube, Latveille hatten wir im, das war sogar, ja doch, das war der erste Teil vom Laberstall, habe ich angesprochen, was Latveille war, was das ist, das erkläre ich jetzt nicht mal von vorne auf ein, aber da kann ich dich mal einladen, falls die Kegelklicke meiner Eltern da dieses Jahr wieder was machen sollte. Ja. Wer weiß, wie lange sich Corona wieder hinzieht, dann garantiert nicht. Aber falls da was ist, dann lade ich dich mal zum Kochen ein. Da kannst du mal vorbeikommen. Und dir das mal selber anschauen und natürlich am Ende auch probieren. Weil frisch abgefüllt schmeckt das nochmal toll, wenn das noch richtig heiß ist. Was war das auch mit Pflaume, oder? Ja, ausschließlich. Also Pflaume natürlich, doch diverse Zusätze wie Zucker und natürlich Schnaps in gewissen Mengen und noch diverse Gewürze. Also das konkrete Rezept ist irgendwo aufgeschrieben. Ich denke auch gar nicht mal so, dass das so mega geheim ist, aber es ist ein altes Bischofsheimer Hausfrauen oder ist das so eine Art Weinkonsistenz später? Oder mehr so eine Art Likör? Wie das schmeckt? Ja. Nein, wovon redest du jetzt? Das Latveille. Latveille ist ein Aufstrich. Ach, ein Aufstrich? Also, ja, ist ein Brotaufstrich. Okay, dann bin ich da mal gespannt, weil für so Brotaufstriche bin ich auch rum. Ich hätte jetzt gedacht, dass du Latveille oder Latveille schon. Du hast es erzählt, ich habe es bekannt. Nee. Es ist ein Brotaufstrich. Es ist ein sehr zähflüssig. Also es fließt dir eigentlich definitiv nicht vom Brot. Du musst das Brot schon im 45-Grad-Winkel halten, dass es überhaupt runterfließen so würde. So wie dieser dieses schwarze Zeug da, Zuckerrübensirup wahrscheinlich. Genau. Ja, so sieht's ungefähr aus. Latveille muss auch pechschwarz sein, dann ist es richtig gut. Okay. Ja, und das ist, das Rezept ist richtig, richtig klasse. Ich habe zu meinem Wein noch zu sagen, übrigens schon mal einen Gärversuch gemacht. Ich habe mir eine Flasche Kirschsaft in der Glasflasche gekauft, also auch ein guter Saft von einer Marke. Und habe da einfach mal ein paar Krümel Hefe reingeschmissen. Das hat dann einige, bestimmt über eine Woche hat das dann immer schön geblubbert. Also man muss den Deckel natürlich auch auflassen. Macht man so ein paar Krümel Hefe, gut ist. Das war halt mal mein Versuch. Und das ist da, irgendwann hat es aufgehört zu blubbern. Jetzt habe ich das versucht zu filtern, um da die Hefe und das Fruchtfleisch rauszukriegen, was übrigens gar nicht mal so einfach ist, das rauszufiltern. Also ein Kaffeefilter verstopft sofort. Da bleibt die Brühe wirklich über Stunden drin stehen. Ich dachte, warum läuft denn der Mist nicht? Ich habe das dann mit dem Sieb dann erst weiter. Also das ist, ich habe mir jetzt erstmal einen Filter für Wein bestellt, der aus Stoff ist. Den kann man dann wohl auch besser. Ja, das ist muss jetzt noch ein bisschen stehen. Aber dann kann man es demnächst mal probieren. Ich bin mal gespannt, wie der erste Versuch so schmeckt. Es riecht auf jeden Fall schon mal gut. Also das ist heute noch in seiner Flasche drin, sozusagen. Nee, ich habe es umgefüllt in eine leere Weinflasche, um das halt zu sieben. Deswegen sammle ich jetzt auch leere Weinflaschen ohne Ende, aber nur welche mit Schraubverschluss. Aber du hast den Satz hast du weggetan, oder? Das braucht man dann nicht mehr. Ja, das ist ja dann, das ist nur so ein Schmier. Ich kenne mich ja mit sowas gar nicht aus, okay. Ja, aber das war ja auch gekaufter Saft, das war ja jetzt kein Selbst. Das war ja erstmal nur ein Versuch, damit ich nicht gleich den ersten Versuch mit den Kirschen komplett verhaue, dass ich schon mal ein bisschen was an Erfahrung habe, weil mit den Kirschen, das werde ich höchstens zweimal machen können, danach wird es keine Kirschen mehr geben, weil das gärt ja dann noch immer ein, zwei Wochen. Genau, wann ist denn jetzt eigentlich Saison für die Kirschenernte? Das müsste doch eigentlich irgendwann spät, früh, Mitte Sommer, oder? Der Baum bei den Nachbarn, der hat so in ein, zwei Wochen Kirschen und bei meinen Eltern, der war immer ein, zwei Wochen später. Also so in den nächsten drei Wochen kann ich demnächst, denke ich, anfangen. Das heißt, im nächsten Laberstall kann man schon berichten über die ersten Gehversuche der Richtung. Da werden wir auch hoffentlich mal probieren können.
wenn der nicht, außer der ist, gut. Okay. Kommt drauf an, wie zeitnah er ist. Vielleicht kriegen wir es doch ein bisschen eher hin. Ich meine, wenn dir das Spaß macht, warum denn nicht? Dann probier doch einfach mal und... ja, ist besser wie wegschmeißen von der Menge, beziehungsweise für die Vögel dann hängen lassen. Und wenn es lecker ist, ja, warum denn nicht? Ja. Viel Spaß dabei. Das ist, wie gesagt, noch in der Versuchsphase, aber da werde ich auf jeden Fall drüber berichten, wie ich hier Obstweine herstelle. Da habe ich schon viele Ideen. Ja, dann. Desi hat gesagt, wenn du mit mir mal was mit Rhabarber machst, dann habe ich nichts dagegen. Na gut, aber da habe ich gesagt, den gibt es erst nächstes Jahr, weil der Rhabarber ist jetzt reif. Da hatte ich die ganzen Dinger noch nicht. Mir fehlt es jetzt gerade nochmal anpassen. Hast du doch erwähnt, dass du da eine Allergie entwickelt hast, oder was war das? Nee, das war Wirsing gewesen. Das ist Wirsing und Sauerkraut. Ja. Ja, da habe ich okay, irgendwie. Also Allergie würde ich es nicht nennen, es ist eine Unverträglichkeit. Das ist die Frage, ist Rhabarber ein Obst oder ein Gemüse als Definition? Oh, das finde ich jetzt schwierig gerade. Wir hatten es rausgesucht, ich habe es vergessen. Reichen wir nach. Na ja. Wenn es einen Rhabarber-Erdbeerwein gibt. Ja, kann man ja alles mal ausprobieren. Man muss ja nicht gleich Riesenmengen machen. Ich hebe jetzt sämtliches an Glasflaschen auf, was einen Schraubverschluss hat. Und wenn es auch nur irgendwie ein Sirupfläschchen ist oder wo mal Öl drin war, da kann man dann auch wunderbar mal so kleine Mengen abfüllen. Jawohl, Motoröl. Genau. Kanisterwein. Mit der öligen Note. Mit Kanisterwein am Rhein hinsetzen und warten, bis man weggetragen wird. Auweia. Ja, haben wir noch Themen? Ich persönlich nicht. Also das ist der Impuls für die Sendung kam ja diesmal tatsächlich von dir. Ja, ich hatte so viele Themen. Ich hatte da von vornherein gar nicht so großartig eine riesen Themenliste. Du, wir haben das früher, also zu Zeiten, wo noch fast niemand wusste, was ein Podcast ist, hatte ich ja schon mal so eine Art Podcast. Blöderweise war der ohne Wein, beziehungsweise kam der Wein irgendwann auch noch dazu. So was. Da haben wir irgendwann alle 2 Wochen Sendung gehabt, weil die Themen so viele wurden. Und die wurden dann auch immer so 3 Stunden. Das war noch Zeiten 2010, ja. Ich meine, unsere Sendung, wer jetzt tatsächlich bis zum Ende durchgehalten hat, Laberstall, der kann sich ja denken, hier wird gelabert und labern dauert lange. Ja, das ist halt das Konzept. Wenn mal so Klatschtanten wie wir hier rumsitzen. So, jetzt trinken wir nochmal einen Schluck, würde ich sagen. Jawohl. Wir können ja nochmal anstoßen. Warte mal, ich hau hier gegen den... Sehr schön. Wir müssen halt was, so anstoßen, wir sitzen ja nicht in einem Raum. Dann zum Wohl. Hab schon längst ausgedrückt. Also scheiße, steht noch irgendwas vor, also ich glaube nicht. Nee. Nein, also ich drücke jetzt Gläser Wein, hallo. Ich mache jetzt hier nicht die Menge. Ich habe eine halbe Flasche getrunken. Ja, nicht ganz, ist ja obenrum dünner. Ja. Ja, ich sage 1,5 Gläser habe ich jetzt doch, also das ist jetzt nicht übertrieben. Ich glaube, ich hatte ein paar mehr. Aber ich will auch heute nicht mehr weg. Du wolltest ja heute noch weg. Zu Fuß. Mit dem Bus natürlich. Genau. Dann wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns dann im nächsten Mal hier wieder. Wir hören uns sowieso dauernd, genau. Ja, wir hören uns sowieso dauernd, ja. Und ihr hört uns dann wieder, wenn es dann Obstweine gibt oder vielleicht auch schon vorher. Mal schauen. Dann können wir auf jeden Fall den Versuch, können wir schon kösten. Wenn wir Alkoholnachschub haben, dann wird wieder gepitchert. Ja. Und dann gibt es wieder Laberstall. Also demnächst können wir auf jeden Fall meinen Gärversuch probieren. Der ist bis dahin auf jeden Fall genug gereift. Ja klar, da wird dann berichtet. Macht dir gegebenenfalls Merkzettel, was du da alles rausgefunden hast, auch von den Sachen, die schiefgegangen sind, dass da nichts vergessen geht, was in irgendeiner Form lustig war. Der Witz an der ganzen Sache. Überall ist Hefe ausverkauft. Hefe zum Vergären findest du ohne Ende im Internet. Ja, aber es normalisiert sich ja gerade wieder. Das war Hefe noch nicht. Vor 4 Wochen war das. Also bei uns im Supermarkt kriegst du noch keine Hefe. Die Klopapierlage ist normal und ich denke, das mit den Zutaten wird sich auch alles wieder geben. Scheiß Prepper. Ja, das hat sich jetzt, die haben den Keller so langsam voll, beziehungsweise die Gehirnverstrahlung lässt wieder glücklicherweise etwas nach. Deswegen, man möchte eigentlich schon fast sagen, dass man jetzt tatsächlich Klopapier zumindest mal mehr als den üblichen Vorrat kauft. Weil wenn es einen zweiten Lockdown gibt, dann kommen sie wieder aus ihren Löchern und sagen, ich brauche nochmal 2 Tonnen.